So, wir werden uns jetzt ein bisschen unterhalten über die wirkliche Wirklichkeit und über den Wahn von Menschen, die wir uns jetzt ausdenken. Und auch jetzt ganz wichtig vorneweg, ich erzähle es jetzt nur dem Geist, der sich dieses Gespräch anhört und zwangsläufig das, was du dir jetzt anhörst, denkst du dir auch selber aus. Das heißt, um das ganz einfach zu machen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du ein träumender Geist bist. Das muss man immer im Hinterkopf halten. Damit ist nämlich eigentlich jetzt in unserer Vorstellung eines träumenden Geistes gewährleistet, dass sich alles in deinem Kopf abspielt. Alles, was du prinzipiell wahrnimmst, was du sehen kannst, ist immer deine Information, gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob du das jetzt bewusst selber denkst, es ist hier und jetzt in deinem Kopf. Wenn es nicht in deinem Kopf wäre, wäre es bloß nirgendwo. Sage ich immer so schön in einen Spruch. Und das Nirgendwo ist das tiefste Innere deines Kopfes. Das können wir Gott nennen oder Internet nennen. Jetzt wohlgemerkt, das ist jetzt einfach einmal ein Ausgangspunkt, den wir jetzt einmal stehen lassen als eine Möglichkeit. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, mit Holofeeling beweise ich mit hundertprozentiger arithmetischer Präzision, dass es wirklich so ist. Wir können jetzt modern sagen, dass du dich jetzt in einer Matrix befindest, als Avatar, als Brösel. Du spielst jetzt eine Rolle wie ein Schauspieler auf einer Bühne, befindest du dich in einer Traumwelt. Aber in Wirklichkeit bist du nicht der Mensch, der Affe, der diese Rolle spielt, alles aus einer Ego-Perspektive sieht, sondern der träumende Geist, der einfach nur das erlebt, was er träumt. Du kannst immer nur das erleben, was sich in deinem Kopf selber abspielt. In einem ständigen Wechsel von Augenblick zu Augenblick. Das lasse ich jetzt einmal als Vorwort. Das haben wir 1000 Watt vor jedem Selbstgespräch in einer minimal variierten, anderen Art und Weise ausgedrückt. Und wir gehen jetzt einmal ganz, ganz gezielt auf die Möglichkeiten des von uns jetzt ausgedachten Coronavirus ein. Und was jetzt ganz entscheidend ist, du musst aufhören, dir die Frage zu stellen, ob was richtig oder verkehrt ist, ob das stimmt oder nicht stimmt. Das sind Sachen, das gibt es bei Holofeeling nicht. Es ist einfach, bei Holofeeling geht es das da mal drum, mach dir bewusst, was jetzt da ist. Ich muss das immer und immer wieder wiederholen, wenn ich in dir auftauche und ich tauche in dir wirklich nur auf, wenn du Interesse hast an dir selber. Es geht um das Ziel des Lebens, die Entelechie. Jetzt könnte man natürlich wieder uns das Wort Entelechie anschauen, wo du dir ein eigenes Ziel setzt. Das Ziel ist das, was du schon immer bist, was du schon immer warst. Was du aber komplett vergessen hast, weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Und bevor ich jetzt einmal auf diesen ganzen Wahn eingehe, den du zurzeit auf den Leim gibst, das ist übrigens ein Test. Das ist ein göttlicher Test. Ich trenne jetzt die Spreu vom Weizen. Und dann schauen wir mal, ob du wirklich jetzt zurzeit zu denen gehörst, die weiter in Sodom und Gomorra bleiben wollen und mit Sodom und Gomorra untergehen werden, wohlgemerkt nur als Brösel, nicht als der träumende Geist. Oder ob du mit mir in die Arche gehst und ich bringe dich woanders hin. Ich übertrage jetzt einmal den Bildschirm. Ton brauchen wir nicht. Und dann schauen wir uns das einmal diese kleine Tabelle an. Die ist jetzt schon sehr tief. Das sind die drei Fragekategorien, auf die bin ich auch wieder hier gesagt, zigfach schon auf Selbstgespräche eingegangen. Das ist jetzt einmal schön zusammengefasst. Das heißt mir, Fragen, die man sich selbst stellt oder anderen stellt, was übrigens gar keinen Sinn macht, weil sobald du irgendjemanden, den du dir ausdenkst, eine Frage stellst, stellst du letztendlich einer Information von dir, die du selber denkst, eine Frage. Lass das bitte auf dich wirken. Wenn du jetzt träumst, sind sämtliche Menschen, die du dir ausdenkst, aus dem absoluten Mittelpunkt, ich sage immer wieder, aus Gott herausdenkst, aus dem, der immer ist, eine Gedankenwelle aufschmeißt, du bist immer, stellst du einen Gedanken von dir eine Frage, weil jeder Mensch, den du dir jetzt denkst, oder du denkst jetzt das Internet, lass uns an das Internet denken. Wenn du jetzt im Internet eine Frage stellst, stellst du doch jetzt mehr oder weniger eine Information, die du in dir erschaffst, die nur existiert, wenn du sie denkst, eine Frage. Dasselbe gilt, wenn du jetzt als Brösel und der Brösel in deinem Traum, als Figur, die du selber träumst, mit der du dich verwechselst, einen anderen Brösel, den du dir im Traum ja auch ausdenkst, eine Frage stellst, stellst du immer irgendwelchen Gedanken, momentanen Erscheinungen in dir eine Frage und die werden dich immer nagen. Das heißt, die Fragen der Kategorie 1 sind Fragen, auf die man eine logische raumzeitliche Antwort erwartet.
Jetzt drehen wir das. Wir gehen jetzt mal ganz gezielt nur auf die Frage ein, die du stellst. Und das ist zum Beispiel die Frage, warum ist das so? Warum Kochwasser bei 100 Grad? Warum dreht sich die Erde um die Sonne? Und so weiter und so weiter. Wo ist, steht oder war das? Wo steht zum Beispiel der Eiffelturm? Wann ist das passiert? Wann war der Dreißigjährige Krieg? Wann wurde Hitler geboren? Und so weiter und so fort. Das sind, ich nenne das auch immer diese Wer wird Millionär-Fragen. Da kriegst du dann zwar eine mehr oder weniger befriedigende Antwort, aber es ist, du musst es erst einmal blind glauben. Weil das Sachen sind, die Antworten, die du kriegst, kannst du nicht überprüfen. Drehen sich jetzt um ein Wasser, na, ich drück's anders aus, drehen sich um ein Wasserstoffatom ein Elektron oder fünf Elektronen? Dann gibt dir einer eine Antwort. Das, was man ihm erzählt hat, hat es aber jemals jemand einer gesehen oder äfft jeder nur wiederum das Wissen, das man ihm erzählt hat, nach? Jetzt kommen wir zu der Frage der Kategorie 2. Die sind wesentlich einfacher. Das ist nur die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Oder ja oder nein oder richtig oder verkehrt? Kann man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen? Frage einen normalen Menschen, der würde ihm wieder sagen, meine Frage ist immer, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Ist eigentlich ja so, mehr oder weniger, macht es, geht das? Oder geht dann zum Beispiel, nee, das geht nicht. Ist eine Welle jetzt ein Berg oder ein Tal? Da stellst du natürlich sofort fest, dass das eine sehr dumme Frage ist, aber das sind Kategorie 2 Fragen, sind prinzipiell dumme Fragen. Ist jetzt bei einer Tasse der Henkel rechts oder links? Du wirst nämlich feststellen, dass du hier, reden wir von einer Perspektive oder von der Kollektion, die im Ganzen zugrunde liegt. Die zugrunde liegende Kollektion ist für dich zuerst einmal dein ganz persönlicher Intellekt, den du zum Denken benutzt, von dem du eigentlich noch gar keine Ahnung hast. Fragen der Kategorie 1 und 2 helfen uns nicht weiter, denn sie führen zwangsläufig zu einer vollkommen unvollkommenen Antwort in Bezug auf den dahinterliegenden gesamten Komplex. Das sind diese Stufe Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Und du wirst dann feststellen, dass die Küche als Kollektion kannst du gar nicht mehr wahrnehmen. Sind wir reichlich drauf eingegangen? Und jetzt kommen die Fragen der Kategorie 3. Und die beantworten sich immer von selbst. Da sind die Antworten schon da, die brauchst du gar nicht stellen. Wie sieht jetzt das aus, wenn dir jeden Moment bewusst ist, dass du ein träumender Geist bist? Was wir jetzt einfach mal als Möglichkeit setzen und du wirst feststellen, dass das nicht eine Möglichkeit ist, sondern das ist hundertprozentig, de facto hundertprozentig sicher ist es so. Warum ist das jetzt? Ganz einfach, weil ich Geist ist jetzt denke oder sinnlich wahrnehme. So, jetzt denk an ein grünes Maßmännchen. Warum ist das jetzt da? Weil du es denkst, zumindest das Wort grünes Maßmännchen. Oder weil du jetzt sinnlich wahrgenommen diese Lautsprecherstimme hört, die grünes Maßmännchen spricht. Das ist jetzt, weil es jetzt da ist. Aber wie sieht es aus, wenn du jetzt träumst? Dann ist es ohne dich gar nicht Existenz, weil nichts, was du denkst, nichts, was du denken könntest oder was du sinnlich wahrnimmst, könnte ohne dich existieren. Die Grundvoraussetzung, dass es existiert, ist, weil du träumst und immer wieder daran denken, existere heißt heraustreten aus, aus was tritt es heraus, wenn du träumst. Es bleibt zumindest in deinem roten Kopf. Wo ist das jetzt? Ganz einfach hier. Hier in meinem roten Kopf, in meinem Bewusstsein als Information. Und wann ist das da? Ja, immer jetzt. Versuche mal in 5 Minuten was zu denken. Das ist es gibt bloß jetzt. Das lasse ich jetzt einmal abgeschlossen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass das hundertprozentig in dir installiert ist. Darum heißt es hier somit, wir öffnen, E-Quadrat, jede Frage, die von selbst hundertprozentig sicher beantwortet. Jede Frage beantwortet sich von selbst, wenn du dir einfach fragst, was ist das jetzt? Eine Information von mir. Wäre es keine Information, könnte ich es nicht wahrnehmen. Außenformationen sind was Ausgedachtes, die nimmst du erst wahr, wenn sie in dir drin sind. Das führt also das ganze naturwissenschaftliche, physikalische und religiöse Weltbild, wo du von einer Vergangenheit ausgehst, die du dir jetzt ausdenkst und in die Vergangenheit denkst, komplett ad absurdum. Das ist hundertprozentig sicher und du kannst jetzt nur schauen, wenn du das hörst, ob du das akzeptierst oder nicht akzeptierst. Das ist das Spiel,
wo ich immer wieder darauf hinweise, vertraust du dem ersten oder dem zweiten? Ich brauche diesen Vorlauf, weil wenn das eines das erste Mal hört, das sind jetzt 10 Minuten, das muss so in dir installiert sein, dass du das schlafwandlerisch drauf hast, dass du dir das nicht zuerst immer bewusst machen musst. Und du wirst dir eingestehen, wenn du in dich reinschaust, dass du das in deinem normalen Alltag immer noch vergisst. Selbst wenn du dich sehr selbst schau, die Pixelmännchen, die jetzt nur da, da ist kein Redo außen. Die denkst du dir jetzt aus, du kannst dir jetzt Redo und Dion in die Schweiz denken und in Udo und in Holger kannst du dir nach Weißenburg denken. Aber es ist hundertprozentig sicher, dass die hier und jetzt in deinem Kopf eine Information sind. Und die Information ist sinnlich wahrgenommen, es ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen drauf, das ist hundertprozentig sicher. Und das andere, dass die jetzt in Weißenburg oder in Zürich sitzen, ist ein logisches Konstrukt. Das ist das, was ist. So, und jetzt kommen wir zu Corona. Wo war jetzt die ganze Zeit Corona? Das ist sehr vielfältig. Es ist in der ganzen Welt, es ist jetzt ein Wort und da machst du was draus mit deiner Logik, nämlich Vorstellungen. Und ich will dir jetzt einmal zeigen, wir gehen jetzt einmal auf das Corona ein. Die Frage, stimmt jetzt das? Ist es eine böse Krankheit oder ist es keine böse Krankheit? Ich sage, uninteressant, schau einfach, was du glaubst. Schau einfach, was du glaubst. Und wir haben jetzt hier immer 16 Zeiten. Ich verweise jetzt erst auf das Dassenbeispiel, wo ich alle 16 Zeiten lang und breit in Selbstgesprächen erkläre mit den wundervollen Zeichnungen von unserem Holger, dem uns jetzt noch nicht ausdenken, der das angeblich gemacht hat in der Vergangenheit. Es bleiben doch alles nur Gedanken. Kannst du es überprüfen? Mir ist so unheimlich wichtig, dass du irgendwann nochmal verstehst, dass über 99% deines Wissens, das du als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du musst erst einmal wissen, was du selbst bist. Dieses, wo kommst du her? Ich wurde von meiner Mutter geboren, ist unheimlich logisch und nicht besonders geistreich. Wir müssten wieder die Frage stellen, an was denkst du, wenn du, an das Wort, wenn du das Wort ich hörst? Jetzt in dem Fall natürlich du, weil ich dich angesprochen habe. Aber du kannst dich ja mal selber fragen, wo komme ich her? Wenn du jetzt an deinen jetzigen Körper denkst, der entsteht in dem Moment, wo du dran denkst, aus mir selbst. Wo war jetzt die ganze Zeit dein Körper? Wenn ich immer sage, Schnippets, denk an deine Beine. Das Entstehen, die Sachen entstehen jetzt. Das sind die roten Fragen. Wo ist das jetzt? Der hier und jetzt meine Information. Solange du das nicht wahrhaben willst, wenn du Geist bist, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden. Das ist der Schritt, der Quantensprung in ein vollkommen neues Wissen. Wenn du jetzt nur ein Gedanke bist, ein Mensch, den ich mir ausdenke, ein Trockennasenaffe, hast du überhaupt keine Probleme, weil du bist schon wieder weg in meiner Welt, wenn ich dich nicht denke und du wirst meine Welt nicht betreten. Und dann doch wieder, weil sobald ich was nicht denke, wenn ich jetzt immer wieder sage, das ausgedacht ist wie eine Gedankenwelle, alles, was ich mir jetzt denke, wenn ich es nicht mehr denke, fällt die Welle wieder in sich zusammen, in El Hayom zurück, in Gott zurück. Das ist der ewige Wechsel von Informationen. So, und jetzt muss ich ein bisschen genauer, wir schauen uns jetzt einmal die 16 Seiten von Corona an. Und ich sage, nein, das machen wir nicht, weil das viel zu lang dauern würde. Es reicht, wir schauen uns erst einmal die ersten 4 Seiten von Corona an. Und zwar, um dir das etwas klar zu machen mit den 4 Seiten, solange du in einer Welt lebst, mit einer Logik, einer materialistisch-chronologischen Logik, die naturwissenschaftlich-religiös geprägt ist, lebst du ständig in einem Dilemma. Ein Dilemma ist, dass du dich von 2 oder mehreren Möglichkeiten immer nur glaubst, dass eine davon richtig ist. Die 2 oder mehreren Möglichkeiten, ich verweise auf Aristoteles, wenn in Bezug auf dasselbe 2 unterschiedliche Meinungen da sind, kann nur eine davon stimmen. Ich sage nochmal, es kann entweder bloß hell oder dunkel sein und ich kann entweder bloß ein- oder ausordnen. Und das ist schon eine vollkommene Geistlosigkeit, weil du irgendwann begreifen wirst, alles was ist, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Und jetzt ist es hell und dunkel gleichzeitig und du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Das ist unser Problem, dass wir den Einheitskreis mit den 4 Phasen zu einem Sinus machen, den wir uns chronologisch raumzeitlich ausdenken. Aber das ist der erste große Trugschluss und wir bleiben jetzt erst einmal bei den 2 Seiten, die wir Plus und Minus oder Wellenberg und Wellendal nennen, die nicht nacheinander kommen, dass wir jetzt da einsteigen, dass du merkst, worauf ich hinaus will. Ein Richter, der in einem Dilemma hängt, kann, wenn er zu Gericht sitzt über einen Angeklagten, kann er nur 2 Möglichkeiten aussprechen als Richterspruch. Er kann sagen, du bist schuldig oder du bist nicht schuldig. Das ist
das maßgebliche Manko an der Rechtsprechung von normalen Menschen. Und jetzt sollte dir klar sein, an Beispielen mangelt es nicht in deiner Geschichte, wenn du in deinen geistigen Archiven reingehst, dass unheimlich viele Menschen schuldig gesprochen werden, die eigentlich vollkommen unschuldig sind, und es sind auch sehr, sehr viele freigesprochen worden, die schuldig sind. Und zum Thema des weltlichen Rechts, vor dem Recht, dem deutschen Recht sind alle gleich, oder dem amerikanischen Recht sind alle gleich, dann sage ich, das ist so lächerlich, eine Selbstlüge ohne Ende. Wieso müssen dann welche für einen Rechtsanwalt in der Stunde 600 Euro bezahlen oder Dollar bezahlen und andere können nichts zahlen? Und es entscheidet maßgeblich, was du für eine Strafe kriegst. Also das ist schon wieder eine Lüge, wo du dir schönredest oder nicht schönredest. Und wir haben jetzt aus den zwei Seiten des Dilemmas vier Seiten gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal Corona an, und zwar, mir geht es speziell ums Impfen. Bei Holofeeling stellt sich die Frage überhaupt nicht. Ich betone nochmal, du sollst einfach schauen, was da ist, und wenn du mit zwei Möglichkeiten konfrontiert wirst oder mehreren Möglichkeiten, ich sage mal, wenn du eine Diskussion über irgendwas beobachtest, eine Diskussion, da sind wir darauf eingegangen, was das bedeutet, dann ein Kampf um einen Standpunkt. Ich sage mal wieder, der Kampf um den Standpunkt ist jetzt bei einer Tasse, der Henkel rechts oder links oder in der Mitte und so weiter und so weiter. Das ist eine Geistlosigkeit, und jegliche Form von Politik und Religion beweist hier diese Geistlosigkeit. Wir setzen bloß wieder das Wort, das Wort Politik, und dann schau einfach in deine Medien und Bastien rein, was da abgeht. Es sind Affen bei eigener Definition, musst du dir keine Gedanken machen, das sind Fehler in einem Lebensführerscheinprüfungsbogen, wo du zu erkennen hast, und dann Haken zu setzen und umzublättern, dann ist es vom Tisch. Solange du da noch mitstreitest oder mit irgendeiner Seite sympathisierst, darum ist bei Holofeeling wichtig, ich betone, wenn du jetzt als Information in deiner Welt ganz normal als Brösel im Fernsehen irgendwo mit einer Diskussion konfrontiert, was gleichgültig, ob du jetzt mitdiskutierst um einen Standpunkt, der immer ein peripherer Standpunkt ist, denk an die Tasse, dann mach dir zuerst bewusst, wo du stehst. Das heißt, in Bezug auf Corona, wir reduzieren es jetzt nochmal als Impfen, es gibt Impfbefürworter und Impfgegner. Und du schaust jetzt einfach in dich rein, was für dich richtig ist. Und ich sage gleich, das ist schon unvollkommen. Holofeeling erklärt dir nicht, welche dieser Seiten richtig ist. Das ist wie bei der Tasse, wenn ich dir jetzt erkläre, die Seite rechts ist der Henkel ist richtiger wie die Seite links oder der Henkel ist in der Mitte. Es wird, wenn du das erkennst, wo ist der Henkel jetzt? Der ist hier und jetzt deine Information. Wo ich mir den hindenke, hängt von meiner Vorstellung aus der Perspektive, wie ich mir das anschaue. Das ist übrigens die Lösung aller Probleme deiner Menschheit, die du dir ausdenkst, die übrigens gar nicht existiert, wenn du nicht an die Menschheit denkst. Was dir irgendwann einmal klar sein sollte, und du wirst eine tiefe Demut auf die Knie fallen, auf deine jetzt ausgedachte Knie, wenn du begreifst, wie wertvoll diese 10 Gebote in der Bibel sind. Das beginnt mit, mach dir kein Bild von Gott. Ich rede jetzt mit einem Geist, und ein Geist ist ein Gotteskind. Ich rede nicht mit einem Trockennasenaffen und nicht mit einem Trockennasenaffen-Gehirn. Und das oder der, der mich jetzt sprechen hört, ist nicht irgendein existierendes Gehirn oder ein existierender Affe oder irgendwelche Ohren. Das sind alles ausgedachte Sachen, die jetzt übrigens nicht existieren, wenn du nicht dran denkst. Das heißt, mit was hörst du mich jetzt eigentlich? Letztendlich mit dir selbst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Alles andere sind Dogmen. Und jetzt ist es also, du schaust jetzt erst einmal in dich rein, mit welcher Seite du sympathisierst, welche dir logisch erscheint. Ist ein Akt der Selbstehrlichkeit. Und jetzt machen wir diese zwei Seiten, die ich immer wieder denke, wenn wir jetzt in die Geschichte gehen, das macht jetzt aufstoßen ohne Ende. Holofeeling bringt Wahrheiten in dir zur Anschauung, wo sich dein innerstes Ego drin wehrt. Das ist, du bist bloß ein dummer Affe. Das Musterbeispiel für mich. Weißt du, man hört es, das klingt ja fast wie ein Witz, obwohl es unendlich traurig ist, dass du jetzt in deinem Traum natürlich, du sagst es ja zu einer Information von dir. Den du ansprichst, ist eine Information, und der spricht, das ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist aber auch nur eine Information von dir. Und der eine wie der andere, der spricht und der angeblich zuhört, existieren beide nicht, wenn du nicht dran denkst. Existiert dein Mund, wenn du nicht an deinen Mund denkst? Wie kannst du glauben, dass es hundertprozentig sicher ist, dass irgendein Gedanke, den du denkst, irgendeine Information auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst? Ich sage, die Fragen beantworten sich von selbst. Also frag dich einmal, was für einen Glauben du eigentlich festhältst.
Und dann wirst du mit Schizophrenien ohne Ende konfrontiert und du hast jetzt in deinen geistigen Archiven hast du eine sogenannte jetzt gedachte Vergangenheit, die natürlich nur ein Chat ist. Wir denken uns jetzt einmal das Nordseereich. Ich bin da so oft drauf eingegangen. Dieses habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Du Geist hast null gelernt von dieser Vergangenheit. Du hast null verstanden, zumindest bis da noch nicht. Und du wirst merken, es spiegelt sich wie einatmen und ausatmen. Mir kommt es jetzt auf die Spiegelung an. Wir denken uns jetzt eine Zeit, wo die Deutschen in uns jetzt ausdenken. Reine Figuren in unserem Kopf schreien Ausländer raus. Und jetzt haben wir eine Zeit, in uns denken, wo es hast Ausländer rein. In vielen Fällen, die Rechten, die Nazis waren die Richtigen, was übrigens sprachlich korrekt ist. Jetzt ist das Linke richtig. Der Linksfaschismus, den du zurzeit hast, und ob dir das passt oder nicht, das ist eine Meinungsmanipulation, deine öffentlich-rechtlichen Informationsquellen sind so extrem einseitig manipulativ und versuchen mit aller Gewalt jegliche Form von rechts jede andere Meinung zu verbieten. Die freie Meinungsäußerung ist nur noch Heuchelei. Das heißt, wenn du jetzt mir reden, normal in deiner jetzigen Weltvorstellung, wenn du in irgendeiner Form im öffentlichen Leben mit als Journalist oder als Schauspieler oder Musiker als Fußballer eine Person des öffentlichen Lebens, der etwas bekannter ist, denken wir uns jetzt aus, dein Geld verdienst, darfst du überhaupt nichts mehr sagen, weil die Medien machen dich in kürzester Zeit tot, wenn du was gegen das System sagst. Dasselbe ist es mit die ganzen Lügen, ob das die Politik ist. Es ist Sodom und Gomorra, Punkt. Ich werde dir das jetzt beweisen. Hundertprozentig sicher beweisen, natürlich nur in Form, dass ich Gedanken in dir jetzt entstehen lasse, durch Worte, im Anfang war das Wort, die du einfach mal die Gedankengänge mitgehst. Also wir bleiben zuerst einmal, wir haben unsere zwei Blöcke, die den Nazi-Stand tragen. Die hundertprozentige Nazis sind die hundertprozentigen Befürworter der Mainstream-Meinung. Ich mache mal für dich jetzt zeitaktuell so eine Kleinigkeit, die Heute-Show. Die Veränderung der Qualität dieser Sendung mit und immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass alles, was ich mir denke, genauso ist, wie ich es denke. Und ich werde niemals irgendeinen Gedanken einem Menschen vorwerfen, den ich mir ausdenke, dass er so genauso ist, wie er von mir jetzt ausgedacht wird. Und wenn ich an eine Maschine denke, an einen Computer, an einen Motor, an einen Verbrennungsmotor, den ich jetzt aufgrund meines Wissens in der Vorstellung in mir aufbaue, der existiert nur oder die Maschine existiert nur, wenn ich sie denke und die wird genauso funktionieren, wie ich mir das denke, dass sie funktioniert. Und jetzt nochmal, ich bin du. Alles, was du jetzt aus dem Lautsprecher hörst, wenn du meinen Gedankengang mitgehst, musst du für dich selbst erkennen, dass es auch für dich so ist, dass für dich nur das existiert, was du denkst. Und wenn du das denkst, ist es eine Information von dir, die aus einem noch tieferen Innern aus dir herauskommt. Das tiefere Innern nennen wir jetzt einfach mal dein tiefstes innerstes Wissen. Das ist meine Computermetapher. Was auf dem Bildschirm auftaucht, musst du im Arbeitsspeicher haben. Und was im Arbeitsspeicher ist, kommt aus der Festplatte. Und was auf der Festplatte ist, sagen wir jetzt, kommt vom Internet. Das ist eine tiefere transversale Hierarchie. Dass die Sachen sichtbar oder wahrnehmbar immer nur hier und jetzt als Information in dir existieren, wenn du sie denkst und sie sind genauso wie das Programm, die Logik, die du zum Denken benutzt, wie dir das Programm vorschreibt. Klarer und einfacher kann man es nicht ausdenken und du brauchst keinen großen Intellekt. Ich behaupte, dass den Intellekt, den du einem 13-Jährigen zusprichst, ausreicht, wenn er den Gedankengang mitgeht und wenn er die Neugier, die dazu nötige Neugier schon hätte, wobei du als 13-Jähriger auf solche Sachen in der Regel gar nicht neugierig bist. Da interessieren dich ganz andere Sachen. Und Weltverbesserer interessieren auch ganz andere Sachen. Und das ist auch kein Unterschied, ob du jetzt an eine Scheibenwelt oder an ein heliozentrisches Welt bedenkst und felsenfest davon überzeugt bist, dass das eine oder das andere da außen ist. Das sind nur zwei verschiedene Wissensblöcke, die wir jetzt einmal jetzt gedacht zeitlich auseinanderreißen, was angeblich früher geglaubt wurde und was jetzt geglaubt wurde. Aber das sind Sachen, die können wir nur jetzt denken, aufbauen davon Wissen, das man vom Hören sagen kenne. Stimmt oder stimmt? Gut. Das ist, wenn das installiert ist, dass du da nicht mehr drüber nachdenken musst, dass du dir das nicht ständig bewusst machen musst, dann ist fast schon alles vom Tisch, was du geglaubt hast. Dann machst du keinen Unterschied mehr und ich verweise jetzt auf unsere letzten, auf das vorhergehende Selbstgespräch, was zwei Selbstgespräche sind. Version 1 und Version 2. Das sind 6 Stunden. Und wenn du dir die Zeit nicht nimmst, das intensiv mindestens 2 Mal anzuhören, beide,
weil dich das langweilt, hast du die geistige Reife nicht, dann schalt jetzt bitte sofort aus, dann hast du noch sehr, sehr viel zu lernen. Du kannst dir das komplett sparen. Es ist oberflächlich, wenn man reinspult und sieht dann die Bilder zwischen der Version 1 und der Version 2, sind es dieselben Seiten, die oft offen sind. Und ich erkläre eigentlich, wenn du kurz reist, hörst du dasselbe, aber wenn du die wirklich genau anhörst, sind es zwei komplett unterschiedliche Selbstgespräche in Bezug auf Detailwissen, dass ich zwar den roten Faden im Hintergrund immer beibehalte, aber bei jedem Selbstgespräch andere Worte heraushebe, die ich genauer erkläre. Der das genau angeschaut hat, der das mitkriegt. Und dass du merkst, dass da so viele Perspektiven gleichzeitig da sind. Und jetzt kommen wir zu dem Corona. Wir haben also, sage ich zuerst einmal, wir bleiben in unserer historischen Vorstellung. Wir hatten in der Nazi-Zeit, hat es zuerst einmal zwei Parteien gegeben, die absoluten Anhänger. Das sind alle die, die Heil Hitler schreien. Ich sage jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Heute-Show dir anschaust, das ist eine reine Impfpropagandasendung. Und dieser Welge, dieser Moderator, den wir uns jetzt ausdenken, der übrigens einmal über Jahre ein lustiges Kerlchen war, wo über alle Parteien hergezogen ist, was eigentlich ein neutraler Kabarettist machen sollte, dass er mehr oder weniger gleichmäßig alle Perspektiven irgendwie den Mangel drauf hinweist. Da wurden alle Parteien mehr oder weniger, wo ein Scheißbart haben, hat er sich lustig gemacht. Mittlerweile hat sich ist das so umgekippt. Es ist eine Impfpropagandasendung und jeder, den er jetzt was anderes behauptet, angeblich die Impfgeber, sind für ihn Vollhonk, sagt immer, das sind Vollhonk. Du Honk, das weiß doch jeder das. Und dann zitiert er schön die Propaganda der Nazis, der linksfaschistischen Nazis. Die Einseitigkeit. Und jeder, der diese Meinung nicht vertritt, ist sowieso ein Depp. Das ist das, was ist. Du kannst dieses Training wenden, wie du willst. Ich mache jetzt das einmal ganz neutral. Ich betone immer wieder, bei Holofeeling wird nicht mit irgendeiner Perspektive sympathisiert. Das ist dieses Mitleiden an einer Unvollkommenheit, weil einer, der behauptet, der Henkel ist rechts und jeder, der wo was anderes behauptet, lügt. Der weiß nicht, was er das ist. Und einer, der das auf die Politik bezieht, der weiß nicht, was Bollis die Politik das Ganze ist. Und ich habe heute Morgen mir mal die Mühe seit langem wieder gemacht, dass ich einmal Holofeeling eingegeben habe. Da gibt es nämlich ein schönes Wort, habe ich in einem Selbstgespräch erwähnt. Das hat den Holger so unheimlich imponiert und gefallen. Jetzt immer dem Wertesystem Holger. Das ist das Wort stochastisches Trüffelschwein. Ich müsste das wirklich wissen, was stochastisch bedeutet. Das erkläre ich in diesen zwei Selbstgesprächen und auch in vielen anderen Selbstgesprächen. Das ist ein bewusstes bzw. unbewusstes, zielgerichtetes Denken. Du musst dir zuerst die Frage stellen, wenn du dich mit irgendeiner Frage jetzt der Kategorie 1 oder 2 auseinandersetzt. Wo will ich eigentlich hin? Das hast du mal rein reduziert. Will ich das jetzt, was ich dann erfahre, glauben oder will ich es nicht glauben? Zum Beispiel stimmt jetzt Holofeeling. Du musst jetzt erst klar machen, will ich es glauben oder nicht glauben. Und wenn du jetzt losmarschierst, wirst du merken, dass du immer mehr, wenn du es nicht glauben willst, immer mehr Beweise findest, dass das nicht stimmt. Und wenn du es glauben willst, wirst du immer mehr Beweise finden, dass es stimmt. Das ist stochastisches Denken. Das gilt für alles, wo du dich damit auseinandersetzt. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass deine Forschung letztendlich du reduzierst, indem du einfach im Internet, früher hat man gesagt, in Büchern, die Meinungen anderer suchst. Du gehst ins Internet und sagst, da schaue ich einmal nach. Und jetzt ist aber die Eigenart, dass ich immer wieder betone bei Holofeeling, egal welche Seite du mir jetzt als einen Beweis zeigst, dass das angeblich stimmt, ich sage mal einfach Internetseite, klammern wir die Bücher weg, das gilt auch für Buchseiten oder Büchern, ich zeige dir zum selben Thema hunderte oder tausende andere Seiten, die zum selben Thema das genaue Gegenteil behaupten oder was ganz was anderes. Das heißt, aus deinem Dilemma kommst du nicht raus. Du wirst jetzt zwangsläufig die Seiten, die dir logisch erscheinen, die ansatzweise mit deinem Wollen und deiner Sympathie, deinem Mitleiden korrespondieren, wirst du als richtig ansehen und alle anderen sind sowieso Lügner. Und es ist jetzt vollkommen gleichgültig, ob du jetzt, und wir kommen zu Corona, ob du ein Impfgegner oder ein Impfbefürworter bist. Aber die zwei, Impfgegner und Impfbefürworter, das ist eigentlich ein Vollhorst, der vorm Spiegel steht, und eigentlich jetzt der Spiegel in der ersten Kategorie sich nur gespiegelt anschaut. Und das schauen wir uns jetzt einmal an und wir fragen jetzt einmal, warum. Und zwar gehen wir uns
Warum-Antworten der Kategorie 1. Wir fragen jetzt einfach, wieso sind eigentlich Impfbefürworter so heiß drauf, sich impfen zu lassen? Und gespiegelt dazu, wieso sind Impfgegner so unheimlich dagegen, sich impfen zu lassen? Und ich zeige jetzt mit Holofeeling, dass die alle zwei eigentlich dieselbe Motivation haben. Da ist ein allereinziger, im Prinzip derselbe Grund dahinter. Beide haben einen Scheißdrecksangst um ihren Trockennasen auf dem Körper, mit denen sie sich verwechseln. Und wenn der Körper zerstört wird, dann gibt es mich ja nicht. Also wir gehen einmal zuerst zu den Impfbefürwortern. Denen hat man nämlich erzählt, dass da ganz böse Viren sind. Und ich habe ja diese Coronaviren, das ist natürlich eine extrem einseitige Auslegung von dem Wort Corona, weil das eigentlich zuerst einmal der Heiligenschein ist. Das ist jetzt aber eine ganz andere Seite. Das ist ja religiöses Geschwätz, das hat ja eh nichts zu sagen, sagt dann der Materialist. Und diese böse Viren, die übrigens selbst im naturwissenschaftlichen Sinne so unvorstellbar klein sind, dass du sie nicht einmal in einem Elektronenrastermikroskop siehst, das gilt übrigens auch für die menschliche DNA, da gibt es auch reichlich Selbstgespräche, was Selbstforschung ist, ein Aufbau von Vorstellungen, von Dogmen, die jeder, der das glaubt, nur vom Hörensagen kennt. Übrigens auch, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Zeig's mir. Das Schöne ist immer wieder, zeig's mir. Das führt uns dann eigentlich zum Empirismus. Dieser Empirismus, wenn wir die Zeitung, gehen wir mal auf Empirismus und Rationalismus ein, das ist vom Tisch in dem Moment, wo du einfach in die Wörterbücher reingehst und einmal schaust, was die Wörter wirklich bedeuten. Und die bedeuten in der Regel was ganz was anderes, was du glaubst. Das ist wie mit dem Wort Fakten. Die Figuren, diese Vollhonk, die in dir auftauchen, reine Antagonisten in deinem Traum, es sind wie geistlose KIs in einem Videospiel. Sie rezitieren das, wie sie programmiert sind. Hättest du ihnen in Elternhaus und Schule was anderes erzählt, dann würdest du dir was anderes erzählen. Und diese Vollhonk sind alle sogenannten Fachleute in deiner Welt, ob das jetzt Professoren sind, ob das Lehrer sind, ob das Ärzte sind. Es sind zuerst jetzt einmal nur Worte. Cut! Das ist Holofeeling. Immer dran denken, bei Holofeeling wird das erste und das zweite Gebot gehalten. Du machst als träumender Geist dir kein Bild von dir selbst. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist der, der sich das ausdenkt. Und in dem Moment, wo du dir das ausdenkst, denkst du dir aus unendlich vielen Möglichkeiten, aus dem Urknall, bevor er geknallt hat, der du selbst bist, eine Möglichkeit heraus und sagst, das bin ich. Und alle anderen sagen, ich mir ausdenke, bin ich nicht. Das ist das Halten des ersten Gebotes. Es gilt selbst, wenn du jetzt akzeptierst, dass du ein träumender Geist bist, dann was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Dann denkst du eigentlich immer noch an einen Trockennasenhaufen, bloß du sagst, dann liege ich da und schlaf und träume halt. Das heißt, ich habe in meinem Kopf ständig wechselnde Bilder, da kommt dann nichts mehr von außen. Bloß komischerweise, wenn du diesen Zustand hast, dann liegt das, was du jetzt denkst, wenn du an einen träumenden Geist denkst, gar nicht da, weil der Raum und das Zimmer gar nicht mehr existieren, sondern dann bist du plötzlich eine Figur in einem Traum. So wie du jetzt zum Beispiel, wenn du an dich denkst, an das denkst, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, schnipp jetzt als Brösel, als Affe vom Computer sitzt und dir dieses Video anschaust. Und selbst der Körper existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Das sind so Kleinigkeiten, dass du selbst, wenn du hier offensichtlich, angeblich offensichtliche Sachen, es ist immer ein Geist. Und sobald du zum Träumen anfängst, wirst du zu einer speziellen Figur in dem Traum. Und dann filterst du alles. Darum ist auch hier, ich erzähle es jetzt nur dem Geist. Wenn der das versteht, ist es gleichgültig, welche Rolle du spielst. Das ist wie wenn ich einen Schauspieler, wenn der nicht vergisst, dass er Schauspieler ist, ist es vollkommen gleichgültig, welche Rolle er spielt. In einem Kinofilm auf einer Bühne, er ist immer derselbe, ich sage jetzt Geist, rot gelesen. In dieser Metapher derselbe Schauspieler. Dann ist natürlich wieder ein Brösel in einem Traum. Und dann wirst du diesen Wechsel erkennen, dass ich dann immer wieder, wenn ich sage, jetzt du hast das Holger-Programm laufen, ich sage, schnipp, wo war die ganze Zeit deine Brille? Das ist eine Sache. Jetzt durch die Worte ist es entstanden. So, wir haben jetzt die zwei Seiten. Das ist, ich wiederhole das immer wieder, weil du wirst merken, du wirst es selber wiederholen müssen, ohne den Ruder. Weil du dem immer dieser Unbewusstheit immer auf den Leim gehst. Das sind diese unvorstellbar kleinen Viren, die in mich hineinkommen und dann werde ich krank. Das heißt, genau genommen hat der Impfbefürworter eigentlich nur eine panische Angst, seinen Körper zu verlieren. Und die Ursache, dass jetzt speziell das zerstört werden könnte, sind diese Viren und der Impfstoff schützt ihn davor.
Hat man ihm erzählt, habe ich gehört. Die Erde ist eine Kugel, hat man mir erzählt, habe ich gehört. Auch in der Medizin, wohlgemerkt, ich sage nur nochmal, Ignaz Semmelweis, zu allen Zeiten, die mir uns jetzt denken, wurde was anders geglaubt und auch alle Professoren und Ärzten, jeder äfft nur nach und redet von Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und du verwirklichst deinen Glauben selbst in einer Realisierung. Das führt es dann zu den Rationalisten, wo ich gerade gesagt habe. Aber das Gemeine ist, dass der Rationalismus und der Empirismus untrennbar miteinander zusammenhängen, weil Rationalismus, die Ratio, die Vernunft, heißt eigentlich nur Berechnung. Im Anfang ist das Programm, um was du berechnest, was du magst, was du auch auf deiner VR-Brille verwirklichen können. Gut, jetzt springen wir auf die andere Seite. Jetzt machen wir die mit dem Hakenkreuz. Entschuldigung, das waren die mit dem Hakenkreuz, jetzt machen wir die mit dem Davidstern. Es ist nichts anderes. Diese Hetze, die über die Medien zurzeit passiert, und ich sage, geh in deine jetzt ausgedachte Vergangenheit, alles, was die Nazis gemacht haben, macht jetzt die Regierung. Und alle sogenannten unsolidarischen, Andersdenkende, das sind die Juden, die muss man jetzt kennzeichnen, die müssen andere Masken tragen, die dürfen da nicht mehr rein, die dürfen da nicht mehr rein. Die Geschichte wiederholt sich eins zu eins. Aber sagt es bitte nicht zu diesen Demokraten. Das sind alles Verschwörungstheorien. Nein, wir reden jetzt ganz hundertprozentig sicher, es wiederholt sich, wir geben den ganzen bloß einen anderen Namen. Es ist dasselbe, wie wenn du sagst, ich denke an einen Computer und ich denke an einen Menschen. Mein Beispiel, Gehäuse, Körper, Computer, Chip, Gehirn. Es ist nur andere Worte für dasselbe. Für was Ausgedachtes, für ein materielles Ding, für einen Haufen Materie, der vollkommen geistlos eigentlich so ist, wie du ihn dir ausdenkst. Gut, jetzt, wieso lässt er sich nicht impfen? Ist doch klar, weil er eine panische Angst hat. Er hat keine Angst vor den Viren, weil für den Querdenker sind die Viren bloß Hirngespinste, wo sich irgendwelche ausdenken. Er hat eine panische Angst vor dem Impfstoff. Weil wenn nämlich der Impfstoff in mich reinkommt, könnte ich krank werden und dann verliere ich meinen Körper. Es ist im Prinzip dasselbe, nur das Spiegelbild, bloß dass der Schuldige, der mich tot macht, ausgetauscht wird, einmal von den Viren zum Impfstoff. Bleib bitte vollkommen neutral, du musst vollkommen wertfrei zuhören, was ich dir sage. Weil wenn jetzt dein Ego einseitig ist und sich einmischt, das ist jetzt, darum habe ich gerade angesprochen, wenn du jetzt ins Internet gehst und du schaust da mal mit holophilen Kritikern, holophilen Psiram und so weiter und so fort, das sind ja meistens immer nur, das kannst du vergessen, wenn ich lese, so der tolle Hirngespinst, der Demokratieleugner und so weiter, der gegen demokratische Sachen ist, das ist gerade die Demokratie ist die Falle. Wo ist denn bei dir Demokratie? Freie Meinungsäußerung. Wen interessiert eigentlich die Meinung von irgendeinem Honk? So, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir das in die zwei Seiten. Schuldig oder nicht schuldig? Richtig oder verkehrt? Ist der Henkel rechts oder links? Wenn du Kategorie 3 rot denkst, stellt sich die Frage gar nicht. Es ist einfach wie rechts und links eine Spiegelung. Und welche Seite du als richtig anschaust, schau einfach in dich rein, was dein Programm dir aufzwingt. Es ist extrem hartnäckig. Du wirst nämlich immer beobachten, dass du mit einer Seite extrem sympathisierst und du meinst, du bist frei. Ich will jetzt keine Namen nennen. Unheimlich viele, die meinen, die haben Ahnung. Wenn ich in unseren Chat reingehe, wir denken uns jetzt bewusst was raus und ich sage, da sind was ich über 200 Mann drin. Dass die, die am meisten reinschreien, gehören zu denen 2%, die überhaupt keine Ahnung haben von Holophilen. Die haben da eigentlich gar nichts verloren. Was ich ganz einfach damit sage, wenn wir jetzt einmal raumzeitlich denken und ich schaue Einträge ein, ich nenne jetzt absichtlich keine Namen, dann werden 80% der Einträge von 2-3 Personen beherrscht. Allen voran zur Zeit wieder von einem, aber der hat ja immer gewechselt die letzten Jahre, wo wir wissen, wo dann alle irgendwie, könnte ich jetzt Namen sagen, über eine Zeit ist jetzt eine raumzeitliche Geschichte. Und wenn man jetzt schaut, wann der Einträge macht, der eine, Namen sind jetzt austauschbar, den kann ich jetzt Ron nennen, der ist da schon längst weg, den kann ich Bezi nennen, der ist schon längst weg. Jetzt hat er halt wieder einen anderen Namen. Wenn der schreibt, Bezi hat es genannt, ein Schreibdurchfall. Was er für Einträge macht, das ist immer ein ständiges Rauskopieren von irgendwelchen asiatischen Schriften, die natürlich auch stimmen, aber so weit weg sind von Holofeeling als Ganzes, dass die Stunden jetzt chronologisch gedacht, die er verwendet, könnt er sich hinsetzen, könnt Holofeeling studieren und nicht den Holofeeling-Chat zumüllen. Das ist das, was ist. Aber keine Schuldzuweisung. Cut. Was ist jetzt da?
Auch der, den wir uns jetzt ausdenken, und wir sind nur zwei, das bin ich und du. Der vom Bücherregal und der, der zurzeit in einer Rolle drin steckt. Egal, wer du zu sein glaubst. Du kannst jetzt einer sein, der sich maßlos über den aufregt, ist zum Beispiel mein Holger, der kriegt manchmal so einen Hals, wann hält er endlich seine Fresse? Oder du kannst der sein, der die Einträge meint und du meinst, du magst dann irgendwas. Aber ihr seid alles Figuren, die von einem allereinzigen Geist ausgedacht wurden. Aber was du denkst, hängt von deinem Programm ab. Das heißt, es hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Und das ist über Raum und Zeit verstreut. Also die zwei Seiten haben wir jetzt, schuldig oder nicht schuldig. Die Frage stellt sich nicht, ist das richtig oder das richtig? Ich habe dir gerade versucht zu erklären, dass du dir genau hundertprozentig logisch erklärst, wieso du das magst oder nicht magst. Aber genau genommen hast du nur dein Feindbild, die Viren ausgetauscht gegen den Impfstoff. Habe ich nicht gesagt, liebe deine Feinde? Das heißt nochmal, unter Feind verstehe ich alles, was dir böse, schlecht, verkehrt, falsch erscheint und alles, was dich überhaupt nicht interessiert. Das sind nämlich Sachen, die du entweder loshaben willst, am besten komplett ausmerzen willst in deiner ausgedachten Welt, indem du übrigens das zweite Gebot brichst. Eine ausgedachte Welt ist eine momentane Information von dir, die WLD, ein Brand. Polarer Rand und dann musst du von Augenblick zu Augenblick opfern, dass du ein neues Bild kriegst und du wiederholst in tausenden Variationen immer wieder dieselbe Scheiße. Exkremente heißt heraustreten aus. Übrigens, es ist ein zeitloses Phänomen, weil darum habe ich dir das gerade erklärt. Du denkst dir jetzt eine Vergangenheit aus. Wir sagen mal hier 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, 36 bis 45. Bis 45. Bis 45. Bist du 45 ein Adam geworden? Oder hast du 45 Adam, das hebräische Wort für Adam? Das ist jetzt für Grinsen, Redo, Pixelmännchen, wenn du dir jetzt anschaust. Da ist jetzt ein Feuerwerk an Wissen im Hintergrund. Oder bist du jetzt, haben wir dasselbe Spiel wieder von vorne. Es wiederholt sich einfach nur und glaub mir, täglich grüßt das Murmeltier, ich lasse dich bis in alle Ewigkeit das wiederholen, solange bis du die Metaphern im Hintergrund durchschaust. Du musst vollkommen unparteiisch werden. Es ist einfach nur. Und wenn was ist, dieses hast du mal zwei Seiten. Die haben wir jetzt gerade in Bezug auf Impfung oder Nicht-Impfen besprochen. Das ist wie schuldig oder nicht schuldig. Austauschbar. Das heißt, wir müssen das spiegeln. Das sind dann vier Seiten. Ich verweise hier für all die Holofeeling-Hasen beim One-Night-Stand-Beispiel. Die Frage, die hier zuerst einmal wichtig ist, dass du dich fragst, warum glaube ich das jetzt? Und zwar beantwortet ihr das erst einmal im blauen Sinne. Warum will ich mich impfen lassen? Das habe ich dir gerade erzählt. Weil du glaubst, dass da Viren sind, die dir was anhaben können. Wohlgemerkt Tieraffen. Den Geist, der sich das ausdenkt, kann eine Gedankenwelle sowieso nichts anhaben. Die wird es ohne dich gar nicht geben, die Gedankenwelle. Das heißt, für einen bewussten, rot gelesenen, träumenden Geist, der sich jeden Moment bewusst ist, dass die Information, die er jetzt denkt oder sinnlich wahrnimmt, anschaut, sinnlich wahrgenommen anschaut, Information, dass die ohne ihn gar nicht existieren kann. Also dem träumenden Geist ist bewusst, dass gleichgültig, was er jetzt träumt, im Moment, dass es das ohne ihn gar nicht geben würde. Gehe eben. Geist ist eben, das ist die Nulllinie, wo die Vakuumfluktuationen herausspringen. Und genauso kann ich mich fragen, warum lasse ich mich nicht impfen? Immer in Bezug wieder auf den Affen. Das haben wir gerade geklärt aus demselben Grund. Es ist nur das Spiegelbild. Wie sieht jetzt die Spiegelung dieser zwei Seiten aus? Das wäre in Bezug auf man Richter schuldig oder nicht schuldig. Die Frage jetzt, jetzt müssen wir den Schuldigen, der unschuldig ist, fälschlicherweise, und der freigesprochen wurde, der eigentlich schuldig ist, müssen wir umdrehen. Also schauen wir jetzt, ich behaupte, es gibt absolute Impfbefürworter, die sich nicht impfen lassen. Wie sieht das jetzt aus? Es ist wieder dasselbe Problem im Hintergrund für den Trockennasenaffen. Das sind diejenigen, die sich ja gern impfen lassen würden, weil sie eine panische Angst vor dem Virus haben, aber ihr Hausarzt feststellt auf seiner ganz persönlichen Kondition, ausgehend von dem, auf einer Grundkrankheit wie Asthma oder sonst was, ist der Impfstoff unterm Strich gefährlicher
wie die Möglichkeit, dass du dich an den Viren ansteckst. Der sagt, ich werde in deinem speziellen Fall werde ich die Impfung unterlassen, weil es ist höchstwahrscheinlich, dass die Impfung in dir wesentlich mehr Chaos auslöst, wie eventuell die Viren, die dich befallen können. Das ist jetzt die Seite, dass ein Impfbefürworter sich nicht impfen lässt, obwohl er sich impfen lassen wollte. Und das spiegeln wir jetzt genau auf der anderen Seite. Da gibt es viele, die totale Impfgegner sind und sich trotzdem impfen lassen. Ganz einfach, weil jetzt eine Situation kommt, dass sie nicht mehr auf die Arbeit dürfen, dass die sagen, du kannst hier nur noch unter 3G-Regeln oder sonst was. Du kannst nur noch arbeiten, wenn du dich impfen lässt in unserem Job. Also lass dich impfen oder du bist arbeitslos. Aber das heißt, wenn ich arbeitslos bin, verdiene ich kein Geld. Und wenn ich kein Geld habe, dann muss ich verhungern und ich fliege aus der Wohnung raus. Und das sind dann die, die sich dann trotzdem impfen lassen, obwohl sie im tiefsten Inneren total dagegen sind. Und letztendlich geht es ihnen trotzdem um das Überleben des Trockenhausenaffen. Es sind nur unterschiedliche Meinungen. Wie kann ich mich, Affe, möglichst lang am Leben erhalten? Und jetzt sage ich wieder Cut. Es waren die ganze Zeit hundertprozentig sicher nur Worte. Und ich kann auch immer nur sagen, wenn du jetzt auf der Brüssel-Ebene bist, wie weit die Geistigkeit, das Verständnis, das Bewusstsein der dich umgebenden Affen, die ja nur Figuren in deinem Traum sind, fortgeschritten ist, setz dich einfach mit deiner lieben Familie hin, wenn du das überhaupt fertig bringst, und dann schau dir mit aller Ruhe solche Selbstgespräche an und nimm jeden Satz, wenn die ein Aber sagen, halt dir das an und lass dir das erklären, was ihnen an dem nicht passt, was ich jetzt gesprochen habe. Das ist nämlich alles hundertprozentig sicher. Wir reden jetzt erst einmal nur von Vorstellungen und Gedanken, weil es ist ja nichts anderes da. Momentan bist du da, dieser Computer, diese Stimme, diese Lautsprecherstimme und das, was du aus den Worten machst. Gleichgültig, ob die Worte Geräusche sind oder ob du die optisch auf dem Monitor siehst oder ich sage auf dem fetzen Papier. Jetzt haben wir hier natürlich in diesen 2x3 Stunden Version 1 und Version 2 gehe ich ja immer wieder auf dieses Holo-Feeling im Nullpunkt Gottes. Was ist eine Illusion? Das kleine Absätzchen haben wir ja schon hier und jetzt gedacht, vor Jahren zigfach durchgekaut. Weißt du, wie viele Leute das durchgekaut haben und das immer wieder vergessen in ihrem Alltag, sonst würden die sich jetzt über Corona gar keine Gedanken machen? Stimmt oder stimmt? Jetzt haben wir 4 Seiten. Und ich lasse jetzt das einmal, ich kann da gleich sagen, auch da kann man 16 Seiten rausmachen, wie aus der Tasse. Und du wirst merken, die Lösungen sind lauter kleine Heurikas. Weil wenn du jetzt meine Gedankengänge mitgegangen bist, musst du eigentlich sagen, wenn ich das von der Seite sage, stimmt. Wenn ich es von der Seite sage, stimmt. Und auch in diesen 2 vorhergehenden Selbstgesprächen weise ich immer wieder darauf hin, dass du dir jetzt Menschen ausdenkst, die angeblich Wissende sind, ob man die Philosophen oder Ärzte nennen. Und zu allen Zeiten hat jeder in einer Logik dieser Menschen, in einer Logik, die er geistlos nachäfft, gelebt. Und jetzt brauchen wir immer wieder, wenn ich sage, das sind Menschen, die einfach nur nachäffen, gibt es auch immer wieder ein Gegenteil dazu. Es gibt nämlich durchaus auch welche, denen selber was einfällt, was sie sich natürlich nicht raussuchen konnten. Und du weißt jetzt, die großen Errungenschaften der Naturwissenschaft sind keine Sachen, die man entdecken kann. Es sind Sachen, dass du da sitzt, wer will wie wir Mendeleev Wassermoleküle entdecken. Oder der von Humboldt, der war ja schon 200 Jahre, ist ja noch vorher gewesen. 100 Jahre vorher. Wie will er das entdecken? Du sitzt da und du grübelst über irgendwas nach und dann fällt dir ein, das könnte so sein. Wenn ich mal Kopernikus zum Beispiel sage. Da gibt es nichts zu entdecken. Selbst jetzt in der großen Astrophysik muss man Momentaufnahmen machen, dass man 2 Bilder macht und die in Computern eingegeben werden. Ich sage mal von dem großen Sternbild und dann mit Computerprogrammen der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bild berechnet werden, weil du Millionen von Sternen, ob da irgendeine Veränderung passiert ist zwischen 2 Bildern, kannst du als Mensch, wenn du jetzt da auf deine Verabrede dir dieses gestirnten Himmel ausdenkst, kannst du gar nicht feststellen. Das ist von wegen, dass ein hier irgendeiner, wo du jetzt nachlesen kannst, in der Vergangenheit irgendwie Rückläufe entdecken kann. In dem Planetensystem, das ist natürlich alles schon das ganze Planetensystem, kannst du dir nur ausdenken, weil man dir das erzählt hat, das ist auf deinem Programm drauf. Die ganze moderne Wissenschaft ist einfach nur Wissen, das du als Vorstellung verwirklichst. Und dann verwirklichst du vergangenes Wissen hier und jetzt. Aber es ist hundertprozentig sicher, was du denkst, ist jetzt eine Information von dir. Und da wird jeder Gedanke, den du denkst, mit dem nächsten Gedanken zerstört. Also um was geht es jetzt eigentlich? Um die Naredei mit krank oder nicht krank? Schauen wir uns doch das ganz einfach mal an. Jetzt wohlgemerkt,
Krimi, Führerscheinprüfungsbogen aus Medien und Basieren. Und ich sage immer wieder, wenn du dir nicht alle 2 Minuten Cut machst und sagst, was ist jetzt da? Ich predige keine Verschwörungstheorien. Ich halte das zweite Gebot. Es existiert nur das, was du jetzt denkst. Und für dich wird es dort sein, wo du dir es hindenkst oder dann passiert sein, blaue Kategorien, wo du glaubst, dass es passiert ist. Es ist aber hundertprozentig sicher, dass das immer jetzt ist, weil du es denkst und genauso wie du es denkst. Und nicht, dass da draußen was ist. Die böse Pharmaindustrie oder die korrupten Politiker, die denken uns jetzt. Und die sind dann entweder korrupt oder ganz doll und opfern sich für das Volk auf. Auch die armen Politiker opfern sich so für das Volk auf. Und die Pharmaindustrie. Wenn du da mal nur mit den Daten, die du jetzt als normal ansiehst, arbeitest, wirst du feststellen, das ist alles ganz anders. Dass du plötzlich Widerspiegelungen findest. Schauen wir doch da ganz einfach mal rein. Wir bleiben mal das schöne Beispiel. Ich habe jetzt hier den hier. Normalerweise, wenn jetzt das nicht vom Europaparlament wäre, würde das sofort gesperrt auf YouTube. Jetzt haben natürlich die YouTube-Gegner, haben natürlich, also die YouTube-Zensur hat natürlich, die wir uns jetzt natürlich auch ausdenken, haben natürlich ein riesengroßes Problem, wenn ich die Seite dann aufmache. Das ist nämlich die Internetseite vom Europäischen Parlament. Und die kann man nicht sperren. Das ist keine Verschwörungstheorie. Also schauen wir jetzt erst einmal hier rein. Wir hören da ganz kurz den Ton, habe ich glaube ich eingeschaltet. Ist zwar Englisch, aber... As directly elected by the people, for the people. We haven't been able to see in these contracts. So as we said last week, we are here for you. And we will fight for you. I know many of you are struggling all across Europe, and many of you working for the European institutions are struggling right now. But look, as a former US president said, freedom, liberty is one generation away from extinction. We live that type of time right now. And it's our duty and our call to fight for liberty. Thank you. Die Endrede, und da geht es schlichtweg und einfach um diese geschwärzten Seiten. Es geht um einen Vertrag, dass hier das Europaparlament selber, es wurde vom Europaparlament, von wem auch immer, lass mal offen, wurde mit der Pharmaindustrie ein Vertrag geschlossen für die Impfstoffe. Und den Vertrag haben nicht einmal die Parlamentarier im Europaparlament zu sehen bekommen. Und nachdem die drauf gepocht haben, dass sie den zu sehen bekommen, jetzt lasst ihr mal diesen Fehler im Führerscheinprüfungsbogen auf der Zunge zergehen, haben sie ihn bekommen? And I will just show you the pages. Schwarz. Offensichtlich sind da irgendwelche Mächte, und jetzt kommen natürlich die Verschwörungstheorien, dass das keiner hier wissen soll. Und aufgrund dieser Ansprache mussten die jetzt zwangsläufig diesen Vertrag, die geschwärzten Seiten, sichtbar machen. Und jetzt lasst ihr das einmal auf der Zunge zergehen. Da geht es zuerst einmal, dieser kleine Auszug, ein, wohlgemerkt, das ist original Europaparlament, die Internetseite, denken wir uns ja alles nur aus. Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Einrichtung eines europäischen Fonds zur Entschädigung der Opfer von Covid-19-Impfstoffen. Der Hintergrund ist folgender. Der Europaparlament hat angeblich, wir denken uns das nur immer, Cut machen. Es sind jetzt nur Worte, die du hörst, und aufgrund der Worte baust du jetzt ständig wechselnde Informationen eine Geschichte in dir auf. Diese Geschichte ist zuerst einmal eine Illusion, weil du jetzt aufgrund von Worten dir Dinge, ein Europaparlament und Pharmaindustrie ausdenkst, Menschen ausdenkst, die jetzt eigentlich gar nicht da sind. Es sind nur deine Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist die genaue Beschreibung im Internet, was ist eine Illusion. Es ist also so, dass die sagen, wir brauchen einen Impfstoff und geben bei diesen Pharmafirmen den Impfstoff im Auftrag. Und die Pharmafirmen als erstes, die sagen, so schnell können wir das nicht machen, das können wir so schnell nicht durchsetzen. Das heißt, wenn Schadensforderungen kommen aufgrund von irgendwelchen, das was Phil läuft, sind wir nicht bereit, wenn wir dafür angeklagt werden, dass das Ding nicht funktioniert oder schädlich ist, dass wir dafür Schadenersatzzahlungen machen. Das heißt, das Europaparlament hat für Milliarden Impfstoff bestellt bei Pharmafirmen,
und sich jetzt diese Pharmafirmen sich schriftlich geben lassen, dass, wenn irgendwelche Schadenersatzansprüche sind, auch das Europaparlament für diese Schadenersatzansprüche aufkommen muss. Dass also der Steuerzahler, der diese Impfstoffe zahlen muss mit seinen Steuergeldern europaweit, dass derselbe Steuerzahler mit Steuergeldern auch Schadenersatzansprüche für eventuelle Menschen, die daran geschädigt werden und klagen, entrichten muss. Ist ja interessant. Die kaufen für Milliarden Impfstoff und wenn der nicht hinhaut, muss der Steuerzahler, wohlgemerkt der Steuerzahler, zusätzlich auch noch die Entschädigungen zahlen, weil es nicht funktioniert. Das ist hier der Entwurf. Und zwar hat man das deshalb gemacht, weil nämlich definitiv zur Einrichtung des Europäischen Schutzes zur Entschädigung der Covid-19-Opfer, weil nämlich hier, wo haben wir das gehabt, Entschließung, Entwurf, bla bla bla, entstützt, weil in Erwägung, dass Europäische Arzneimittelagentur bereits rund 1 Million von Fällen von Nebenwirkungen nach der Impfung von Covid-19-Impfstoffen aufgeführt ist. Also die sind mittlerweile schon ausgedachterweise von um jetzt aufgetreten. Und da gibt es eine riesengroße Dunkelziffer, weil viele Menschen irgendwas kriegen nach der Impfung und gar nicht wissen, dass es eventuell die Impfung sein könnte. Wenn du nämlich ein absoluter Impfbefürworter bist, fällt dir das gar nicht auf. Wenn es nicht unmittelbar irgendwie mit Grippe oder so zusammenhängt. Wir werden uns dann einmal Zahlen anschauen, wie verrückt das ist. Und immer dran denken, all das, was du denkst, denkst du jetzt aus. Was ich jetzt ganz kurz sagen will, du hast jetzt gewisse Kosten. Das heißt, jede Impfung, wir brauchen ja dritte, ja vierte Peaks, ein Peaks, das war dann alles so verharmlost, ein fünften Peaks. Und jetzt erwähne ich nochmal Cut. Du bist nicht ein Säugetierkörper, der kaputt gehen kann. Dein Körper löst sich schon auf, wenn du ihn nicht denkst. Also nicht, dass du jetzt meinst, dass ich dir erkläre, wie gefährlich der Impfstoff ist. Das gibt es bei Holofenet. Ich erkläre dir die Fallen, wo du durch Einseitigkeit ständig selbst hineintappst. Es ist nämlich hier in deiner Welt, Sodom und Gomorra, dreht sich alles nur um Geld. Und jetzt können wir wieder sagen, diese Menschheit ist so unendlich in ihrer scheinheiligen Moral, so unheimlich unmoralisch, dass die über Leichen gehen für Geld. Auch die ganze Schulmedizin. Was meinst du? Ich erinnere mich jetzt nur an meinen Doni. Da gibt es eigene Selbstgespräche, die reichlich sind. Die Helene wollte, dass sie die Maschinen abschalten. Die kann nicht einmal sagen, die sollen die Maschinen abschalten vor ihr, weil der bringt Geld. Nichts Besseres wie ein Koma-Patient. Alles natürlich enorm in der Menschlichkeit. Die Maschinen laufen, die Behälter werden geleert und es gibt jedes Monat richtig Fettgeld. Jetzt ausgedachterweise. Hat das was mit Menschlichkeit zu tun? Und jetzt mache ich Cut. Und jetzt stellst du dir vor, was ist eigentlich ein Menschenleben in Bezug auf die Personen? Es ist eine Zeitspanne von 70, 80, 90, 100 Jahren im Normalfall, normiert, so denken wir uns das, wo sich der Geist selber, der Mensch, vom Säugling bis zum Greis ständig verändert. Und dann kannst du auch nachlesen, dass alle 7 bis 10 Jahre kein Atom, materialistisch gedacht, in den Körper, wo du als Materialist glaubst, dass dein Körper, den du dir jetzt denkst, aus Atomen besteht, aus Moleküle besteht, dass da kein Atom mehr gleich ist von dem Körper, wie er vor 10 Jahren war. Jetzt gedacht natürlich. Weil das, was du jetzt denkst, was vor 10 Jahren ist, deshalb, weil du es jetzt denkst, das war nie vor 10 Jahren. Alles, was in dir auftaucht, ist jetzt. Es ist unser Film in der Transversalen. In der Datei, im Arbeitsspeicher eine Datei, mit unendlich vielen Möglichkeiten. Das Einfache ist mein Film und jedes Bild, das auftaucht auf dem Bildschirm, taucht jetzt auf. Aber was auftaucht, sind keine Menschen. Es sind keine Landschaften, es sind keine Pflanzen. Das, was taucht da eigentlich auf, wenn du auf einen Monitor schaust? Es ist einfach nur eine Veränderung von kleinen Lämpchen, die du dir jetzt ausdenkst. Und selbst diese ausgedachten Lämpchen, dieser ausgedachte materielle Monitor, ist letztendlich nur ein Arrangement von kleinen Lämpchen, das nennst du Zäpfen, die Zäpfchen, rot, grün, blau, in deiner VR-Brille, in deinen jetzt ausgedachten Augen. Die übrigens auch nur existieren, wenn du dran denkst. Weil alles, was du denkst, existiert nur in dem Moment, wo du es denkst und ist genauso, wie du es denkst. Das ist der Schlüssel.
Und du kannst jetzt weiterhin ein Trockennasenaffe bleiben bei eigener Definition, oder du kannst ein bewusster Geist werden, der weiß, dass er jetzt träumt. Und wenn wir jetzt das anschauen, jetzt pass auf, jetzt machen wir einen Sprung. Jetzt holen wir uns mal einen Prozentrechner und wir haben wieder eine Spiegelung. Ein Prozentrechner und wir machen jetzt einmal, diese Menschen gibt es in Europa, das bezieht sich auf Europa. Das heißt, es sind bereits rund 1 Million Fälle von Nebenwirkungen mit dem Covid-Impfstoff aufgeführt worden, ganz genau, welcher Impfstoff was macht. Und in Europa sind zurzeit aktuell laut Internet, ich habe es nicht gezählt, aber ich bleibe mal bei der Zahl, sind knapp 15 Millionen Einwohner. Nee. 455 Millionen, glaube ich, sind es. Hast du was, Holger? Stimmt was nicht? Nein, nur 50 Millionen war ja weniger als 80 Millionen. 450 Millionen. Ich habe mich versprochen. Ich bin da ein Hasperlich. Pass auf. Wie viele Einwohner hat Europa? 448. So, ja, 448 Millionen. Wir haben 1 Million Fälle von Nebenwirkungen. Wohlgemerkt, das bezieht sich auf Europa. Dann nehmen wir doch einfach mal unseren Impfort. Und wir gehen jetzt einmal davon aus, dass 50% geimpft sind, weil es können ja nur die einen Schaden von dem Impfstoff haben, die sich impfen ließen. Dann machen wir doch jetzt ganz einfach, wie viel sind. Dann brauchen wir ja bloß hier, machen wir mal 225 Millionen. Ja. Zu 1 Million. Wir rechnen das jetzt aus, das heißt grob von 200, sprich von 1,5 geht nicht, von 200 Menschen, die sich impfen ließen, hat einer ein Problem damit. Wohlgemerkt, das ist jetzt schon ausgedachterweise reklamiert worden. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Okay? Jetzt machen wir was anderes. Wir schauen mal einen Inzidenzwert an von 100.000. Wir sagen einen Inzidenzwert von 450. Ist ja ziemlich schrecklich. Das heißt, dass von 100.000 450 positiv getestet sind. Und du wirst feststellen, das ist ungefähr derselbe Wert. Ja. Auch von 200, wann wird einer positiv getestet? Jetzt ist aber ein feiner Unterschied, meine Herrliche, das ist schon mal eine Spiegelung. Es ist ein arithmetisches System, deine Welt ist ein Computerprogramm. Ich habe mir dabei was gedacht. Das sind jetzt übrigens die Werte ungefähr, die angegeben werden. Es sieht nämlich ja so aus, dass jetzt hier das erste Problem ist, wenn wir genau werden. Im ersten Fall ist von 200, die geimpft werden, hat einer momentan nachweislich sofort auf den Impfstoff zurückgeführte Probleme. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Also wir können davon ausgehen, dass da wesentlich mehr Probleme haben, aber das gar nicht in Erscheinung, gar nicht öffentlich gemacht wird, ausgedachterweise. Da außen ist sowieso nichts. Hier ist es genau gespiegelt. Da haben von 200 Menschen einer, der positiv getestet wird, aber diese 200 Menschen, die wir jetzt nehmen, das sind Geimpfte und Ungeimpfte. Ja, genau. Die anderen sind nur Geimpfte. Und was noch dazu kommt, und jetzt kannst du jetzt wieder das, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Mein Regelfall sieht folgendermaßen aus, dass ein Großteil von denen, die positiv geimpft sind, positiv getestet werden und ungeimpft sind, haben über 50%, wüssten es gar nicht, wenn sie nicht getestet werden. Da sind einige dabei, die haben einen ganz leichten Schnupfen und wüsste man nichts von Corona, ist es ein Schnupfen, so wie du dir jetzt deine Vergangenheit denkst, dass du halt einen Schnupfen hast, der kommt und geht wieder, ohne dass du dir große Gedanken machst, das nennt man die Selbstheilung des Geistes, wo du nicht einmal auf die Idee kommen würdest, zum Arzt zu gehen oder nicht auf die Arbeit zu gehen. Sobald du positiv getestet bist, selbst wenn du nichts hast, ist das ja negativ, wirst du weggesperrt, weil du musst ja dann in die Quarantäne. Stimmt oder stimmt? Also wenn ich das jetzt genau ausführe, wirst du feststellen, dass das extrem auseinanderklafft, dass die mit dem Impfen eine riesen Arschlochkarte haben. Und das Ganze spielt sich ab wegen dieser Pharmaindustrie. Ich mache jetzt keine Feindbilder, das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Dir muss nämlich klar sein, dass ja alles, was Impfungen sind, der Steuerzahler zahlt. Jetzt soll er auch eventuelle Entschädigungszahlen zahlen. Er muss natürlich auch, die Ärzte machen einen riesen Reibach damit, weil die Krankenhäuser machen Reibach, die jammern aus einer Menschlichkeit heraus. Es ist so unendlich verlogen. Wir schauen uns einmal das an. Der Impfstoff kostet, je nach Impfstoff kannst du recherchieren, zwischen 10, je nachdem welches ist, zwischen 10 und 30 oder 20 Euro.
Was natürlich dann ganz interessant ist, dass beim Impfen selber, das kannst du jetzt alles recherchieren, der Arzt, der dir das reinspritzt, dich natürlich zuerst aufklären muss. Genau zuhören. Du kriegst eine Aufklärung, dass dieser Impfstoff eben vorzeitig auf den Markt geschmissen wird und noch nicht voll ausgetestet ist. Dass eventuell Nebenwirkungen auftreten können, die natürlich minimal sind, das haben wir ja gerade ausgerechnet. Und dass definitiv du auf eigene Verantwortung das spritzen lässt. Das heißt, selbst was du dann musst du unterschreiben, dass du das weißt. Das heißt, du hast eigentlich gar keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Der Impfstoff, den Preis, den die dir jetzt erzählen, es sind Apothekenpreise. Es ist mit allen Sachen. Wenn du einmal wirklich hinter die Fassaden dieses Programms schaust, und das schauen wir uns jetzt ganz kurz einmal mit Aspirin. Es ist Sodom und Gomorra und das Einzige, was zählt, ist Geld verdienen. Die Wirtschaft ankurbeln. Das ist das Einzige, was du gebetsmühlenhaft von diesen Organen kriegst. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln und jeder spielt das Spiel mit, weil wenn ich keine Arbeit mehr habe, dann habe ich ja kein Geld. Da gibt es reichlich, dann fliege ich aus der Wohnung raus. Ob das Mieten ist, wir nehmen mal Aspirin. Mhm. Ein Standard, wir nehmen das Original Aspirin. Mhm. Und da sieht es so aus, da kaufst du jetzt bei Doc Morris 40 Stück. Extrem reduziert für 7,49 Euro. Das sind 40 mal 500 Milligramm. Haben wir das normale Aspirin? 500 Milligramm Aspirin. Okay, 40 Stück. Du kannst das ganze Aspirin Plus kaufen, das ist gegen Grippe. Dann hast du Vitamin C mit drin. Und da, wenn du jetzt schaust, da ist der Unterschied, 40 Stück, 12,29 €. Das macht ungefähr knappe 5 Euro aus, wenn wir das eingeben. Das ist jetzt dasselbe Aspirin, aber es sind 100 Milligramm weniger Aspirin. Nee. Dafür sind 240 Milligramm Ascorbinsäure, Vitamin C drin. Vitamin C. Das heißt, diese 40 mal 240 Milligramm Ascorbin kosten nicht 5 Euro. Moment, 240 Milligramm mal 40 sind 9600 Milligramm. Jetzt schauen wir mal, was das Vitamin C bei Doc Morris selber kostet. Vitamin C ist übrigens, genau. Das gibt es für 1,98 € im Supermarkt. Da kosten 100 Gramm 2,79 Euro. Jetzt könnte ich sagen, du zahlst für 9200 Milligramm 5 Euro. 100 Gramm sind 100.000 Milligramm. Verkaufen die nur das Vitamin C, weil sie hier 9600 Milligramm beimischen, verlangen sie 5 Euro mehr. Ja, wir können uns natürlich auch einmal ein Meerwasserspray anschauen, wenn du jetzt da reingehst. Schau mal da unten hin. Einfach da unten hin. Meerwasser. Meerwasserspray. Wenn du jetzt die Deceptor oder so nimmst, da steht reines Meerwasser ohne Konservierungsstoffe. 100 Milliliter müssen wir mal ziehen, nehmen wir 220 Euro der Liter. 220 Euro der Liter Salzwasser. 240 Euro Liter Salzwasser. 280 Euro der Liter Salzwasser. Das alles unnötig wäre, wenn du wüsstest, wer du bist. Und du meinst jetzt, dass dir das dann irgendwie hilft oder nicht hilft, das nenne ich Apothekenpreise. Wenn du für 240, da wollen wir jetzt billiger werden, 18, die gehen dann runter, wenn du in den Markt gehst, dann kommst du hier, schau, das ist ja wenn Humana, da kostet bloß 150 Euro den Salzwasser. Das ist doch das, was die Welt braucht, konsumieren. Da haben wir DD-Sept, 250 Euro ungefähr. Ganz normal kannst du überall kaufen. Wenn ich jetzt das anschaue, es ist wirklich definitiv nur reines, besonderes, naturreines Meerwasser. 100% naturreines Meerwasser, Wasser mit Salz. 240 Euro ein Liter. Können wir selber günstiger machen, oder? Könnten wir schön verbinden mit dem Urlaub. Das sind aber Gegenpreise. Es gilt übrigens in allen Bereichen so. Habt ihr mich wieder? Ja. Ja. Worum es mir darum geht, dieses eure extremen Entwicklungskosten, kommen wir gleich zu den Impfstoffen für 20 Euro. Ja. Ich sage euch gleich, es ist nichts anderes. Nein. Es ist Handwixerei. Die Krebsimpfstoffe, all das Zeug, da wird ein Tohuwabohu drum gemacht, dass man möglichst viel Geld dafür bezahlen kann. Wie in der Esoterik. Es ist wie in der, es geht bei dir in Sodom und Gomorra bloß um Geld, weil Gott nicht im Leben. Machen wir doch einmal ein anderes Beispiel. Unsere Corona-Helden in Deutschland an der Goldgrube 12. Ganz neu, wenn du gestern in die Nachrichten, die Aktien sind hochgeschossen, nochmal über 1 Milliarde Gewinn. Und die kriegen Auszeichnungen, weil sie was Gutes tun für die Menschheit. Und nochmal Cut. Ich kritisiere jetzt nicht die Menschen, die ich mir jetzt ausdenke. Und du solltest das auch nicht machen.
Du solltest überhaupt nicht so niemanden mehr kritisieren, der in deinem Traum auftaucht. Weil nämlich all die Sachen, die in deinem Traum auftauchen, nur deshalb sind, weil du das träumst. Und du solltest nicht einmal dich selber als träumenden Geist kritisieren, weil du dir überhaupt nicht raussuchen kannst, was du träumst. Du musst erst einmal den finden, der wirklich an einem schuld ist. Und das bin ich. Ich bin der, der dich das nämlich träumen lässt. Aber was ich dir jetzt erkläre, dass ich eigentlich du bin. Bloß ohne dein extrem fehlerhaftes Programm, das du in dem Traum zu durchschauen hast. Dieses Programm, das genau jetzt diese Welt so aufwirft, wie du sie dir ausdenkst, die natürlich letzten Endes nur aus ständig wechselnden Bildern bestehen. Also wir gehen einmal zur Goldgrube 12, zu unseren Corona-Helden. Da kannst du jetzt wieder recherchieren. Man wollte ja in der Regierung möglichst schnell was gegen diese böse, böse Viren, die noch nie einer gesehen hat, die nur ein Hirngespinst sind, die wie jeder Gedanke gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Das hatten wir ja schon 2011, habe ich darauf hingewiesen, hat es eine Schweinegrippe gegeben, gibt schöne Filme drüber. Da ist dasselbe schon abgelaufen, immer wieder. Wake the dog. Ja, gut. Wenn sich das wird sich auflösen von Corona, wird jetzt gedacht und immer daran denken, in der Zukunft keine Zukunft. Corona wird sich auflösen wie AIDS. Gibt es eigentlich noch AIDS? Gibt es eigentlich noch krebserregendes Akrimalit in Bratkartoffeln? Es bauscht sich auf. Ich könnte sagen, geh 20 Jahre nach Almena-Vorträgen zurück, ob das Kampfhunde sind oder Dächer, die einfallen. Ja. Die Medien bauschen was auf, die Medien, die du dir ausdenkst, und es ist nur deine Welt. Wenn du resonierst, taucht dann das ständig in dir auf. Wie kriege ich das los? Es ist ja nur noch ein Thema. Und jetzt, wenn du das hörst, ist dein Thema Corona, sonst würde ich es nicht ansprechen. Du kannst aber jetzt ein träumender Geist sein, wo was ganz was anderes da ist. Mhm. Es macht dann übrigens auch keinen Unterschied, ob du jetzt glaubst, du lebst jetzt im Mittelalter und bist ein Ritter oder du bist irgendein Captain auf einem Raumschiff im Jahr 2400. Ja. Auch das kann immer nur jetzt auftauchen. Also wir gehen zu unseren Corona-Helden. Und ich mache jetzt mal ohne Gewähr recherchiert, das wird wieder davon abhängen, wenn du das recherchieren willst, wir haben so die Zahl knapp 2 Milliarden. Ich weiß noch, dass dann groß die Bildzeitung war, wir haben 2 neue Milliardäre in Deutschland, weil die sofort durch Steuerzahlergelder von fast 2 oder über 2 Milliarden, wo diese Firma BioNTech bekommen hat, um möglichst schnell diesen überlebenswichtigen Impfstoff zu entwickeln, wurden die schlagartig zu 2 neuen Milliardären. Und jetzt, glaube ich, gestern hier und jetzt gedacht, nochmal 1 Milliarde sind die Gewinne explodieren förmlich. Goldgrube 12. Wurde ja ironisch von manchen Medienmachern in den Medien darauf hingewiesen. Aber ich will auf was ganz was anderes hier raus. Wir denken uns jetzt mal eine Firma, die einfach an solchen Impfstoffen, an Medikamenten arbeitet, so wie du das bisher ausgedacht hast. Und da sitzen die jetzt und jetzt muss ganz dringend dieser Impfstoff entwickelt werden. Was kannst du mit Geld als Ding an sich, ich sage immer wieder, Geld ist ein riesengroßes Problem, was kannst du da beschleunigen? Mhm. Es ist wie wenn irgendwo Erdbeben sind, dann schicken die Geld hin. Ich sage, Geld ist doch, was willst du, Geld kannst du doch nicht essen. Es wird, du spendest in Deutschland, das heißt, von deinem Konto wird was abgebucht, es werden Zahlen in ein Computerprogramm verändert und auf ein anderes Computerprogramm aufgebucht. Das als Ding an sich ist doch nichts. Das kann doch keinen helfen. Ja, aber, sagst du, wenn ich Geld habe, kann ich was kaufen. Aber wer bestimmt jetzt das alles, wenn du träumst? Wenn doch alles in dir drin ist und letztendlich alles da ist in einem unendlichen Überfluss. Wenn ich einmal begreife, dass auch eine Erdkugel nur dann existiert, wenn ich an eine Erdkugel denke und dass die Erde genauso wenig eine Kugel ist, wie sie eine Scheibe war. Für mich wird die Erde das sein, was ich glaube, dass es ist und das wiederum ist das, was man mir in Elternhaus und Schule erzählt hat. Und für mich ist das gefährlich, was man mir erzählt hat und für mich ist das gesund. Mein Beispiel im letzten Ding mit der Kuhmilch. Ist jetzt die für den Menschen gefährlich oder gesund? Laktose. Es sind alles Begriffe, Vitamin C. Es gibt keine Seite von irgendeinem Gesundheitsapostel, wo du mir bringst, wo ich dir nicht zig andere Internetseiten und seriöse oder unseriöse Quellen. Für dich ist jede Quelle, die deiner Logik widerspricht, unseriös. Das ist ein ganz primitives Prinzip von richtig und verkehrt. Aber jede Vorstellung von verkehrt ist für den, der in die Richtung schaut, richtig. Darum sage ich, du musst erst einmal die Demut haben, dass wenn irgendjemand in dir auftaucht und was behauptet, was dir unlogisch erscheint, das hättest du den sein Intellekt, würdest du den Intellekt zum Denken nutzen, wäre das für dich logisch.
Und dein jetziger Intellekt wäre total unlogisch. Das zieht sich wie ein roter Faden durch deine ganze hier und jetzt ausgedachte Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. Ohne Ausnahmen. Es gibt keinen großen Wissenschaftler, der zu seiner Zeit nicht einen hatte, der das Gegenteil behauptet hat. Ich sage jetzt bloß hier Tesla zum Beispiel und Edison. Und es setzt sich dann eins durch, aber nur für gewisse Zeit. Wissen ist vorläufig. Es ist immer die Wahrheiten von heute, wo die Gescheiten von heute behaupten, dass es so ist, wird die Welt von morgen drüber regeln oder entsetzt sein. Und es wird nie aufhören. Die Welt ist genauso wenig eine Scheibe, eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Es sind Vorstellungen. Welt ist ein polarer Rand. Wenn man in die deutsche Vatersprache reingeht. Und das ist die Grundstruktur des Computerprogramms, wo diese von dir Geist hyperrealistisch wahrgenommene Welt wahrgenommen wird. Aber was ist realistisch? Was ist Realität? Was ist Realismus? Wir müssen nur das Wort real anschauen, um was zu verstehen, ist das Berechnung. Es ist nicht der Verstand, die Ratio wird dann als Verstand übersetzt, so wie der ist mir sympathisch, ich sympathisiere mit dem oder dem. Das heißt doch Mitleid. Du leidest an derselben Einseitigkeit, an derselben Lüge genau genommen. Also wir kommen zurück zu unseren Corona-Helden. Du kriegst jetzt, du hättest diese Pharma. Du sollst es möglichst schnell entwickeln und dass du das möglichst schnell entwickelst, kriegst du 2 Milliarden Steuergelder. Was nützen die dir jetzt, um das schneller zu machen? Das heißt, du kannst mehr Leute einstellen. Ja, wie viele Leute sind denn auf dem jetzt ausgedachten freien Markt, die das entwickeln können? Da sind doch gar keine Leute nicht da. Da müssten ja dann Millionen von, aber Hunderttausende von Arbeitslosen sein, die ich mit diesen 2 Milliarden bezahlen kann. Was kann ich dann Arbeitsgelder für Leute ausgeben? Rein an Arbeitsgelder, die daran forschen. Wie viel von den 2 Milliarden kann ich in Menschen jetzt normal gedacht reinstecken, die dann mitforschen, dass das schneller geht, wenn doch da gar keine da sind, sonst müsste in der Branche unheimlich viele Arbeitslose geben. Ich kann natürlich irgendwelche Maschinen kaufen, irgendwelche Computer kaufen, aber da brauche ich ja auch Fachleute, die Dinge bedienen können. Das heißt, das Geld hat überhaupt keinen Einfluss, dass das schneller entwickelt wird. Normal gedacht. Ist ja viel in einem Führerscheinprüfungsbogen. Stimmt oder stimmt? Ja. Was ich will, ist, dass du mal selber denkst, neben den Gleisen deiner Logik denkst, dass du anfängst, deine Logik in Frage zu stellen. Redo, alter Hase, du bist, ich wirf wiederhole ich, wenn du aufgehört hast, deine jetzige Logik in Frage zu stellen, sondern du machst deine jetzige Logik zu dem Dogma, mit dem du alles vergleichst und alles, was dir unlogisch erscheint, bekämpfst oder mit dem nichts zu tun haben willst, wirst du bis in alle Ewigkeit unvollkommen bleiben. Die heilige Ganzheit in dir ist wie ein Puzzle, wo Stücke, die sich widersprechen, zusammengesetzt werden zu was vollkommen Neues. Und das beginnt jetzt schon mit ganz einfachen Wortbärchen. Gesund und krank. Gesund und krank. Wer nur gesund sein will, hat nichts verstanden. Der entheiligt sich nämlich selber, weil gesund und krank ist wie Kreis und Dreieck. Die kann man zusammensetzen zu einem Kegel. Das führt zwangsläufig zu einer höheren Dimension. Und wir machen hier keinen esoterischen Kack, weil das nämlich alles auch tiefgläubige Materialisten sind. Du weißt, wirft dich das auch, wieso fressen die ihre Müsli-Scheiße rein? Dass sie auch nichts an ihren heiligen Körper hinkommen, weil sie nicht wollen, dass die Tiere leiden müssen. Du musst nur begreifen, alles, was du dir ausdenkst, sind nur Informationen, die haben als Ding an sich kein eigenes Gefühlsleben. Es ist so, jedes Ding, das du denkst, wird so sein, wie du dir das denkst. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du Geist, ich rede immer mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hat, wenn du jetzt glaubst, dass der Redo und die Diana und der Holger, die du dir jetzt ausdenkst, den Udo sprechen hören, vergiss es. Du hörst mich, du bist der Einzige, der mich hört und du bist nicht irgendein Gedanke von dir. Das gilt jetzt auch, wenn du jetzt glaubst, der Redo zu sein. Aber das hat der Redo-Programm, hat es schon längst begriffen, dass er nur ein Schauspieler ist. Aber beim Holger bin ich mir manchmal nicht so sicher. Er arbeitet dran. Was du in dir entfalten kannst, das siehst du, wenn du in Holofeeling in die Zuschauerschriften reingehst. Und da haben wir jetzt dasselbe, das ist ein Akt der Reife. Dass wenn wir unsere Holofeeling-Sachen anschauen, und ich nehme jetzt mal nur unsere Datei mit den 5000 Seiten, wo ich immer wieder sage, das kann man extrem reduzieren, da ist ja wesentlich mehr noch, denn auch die Zuschauerschriften, das sind ja noch Tausende und Abertausende von Seiten, die genauso wichtig sind und genauso unwichtig sind. Es geht eigentlich nur um das heilige Ganze. Es geht um das rote Denken. Dieses rote Denken, dass du hier feststellst, da ist wirklich alles erklärt, was wichtig ist. In ganz einfachen, kindgerechten Sachen. Und wenn sich einer zumüllt, wenn ich sage, wann soll ich das alles lesen?
Wir schauen uns noch mal an. Es ist jetzt, ich mische immer diese Kategorie 3 Frage. Es ist das, was mir wichtig ist, ist, dass du das verstehst. Auf die Frage, warum ist das jetzt, gibt es nur eine allereinzige Antwort, weil ich Geist ist jetzt denke oder sinnlich wahrnehme. Es ist meine Information. Und wo sind meine Informationen? Wo ist jetzt? Schnapp! Denk an den Mond. Wo ist der jetzt? Der hat gar nicht existiert. Der ist hier und jetzt in meinem Bewusstsein eine Information. Und wann ist er da? Jetzt. Und zwar nur, solange ich jetzt an ihn denke. Wenn ich nicht mehr dran denke, ist er wieder weg. Das gilt sogar für die Ewigkeit. Jetzt denke ich an Ewigkeit. Wie lange dauert die Ewigkeit, an die ich denke? Ja, solange wie ich dran denke. Ja, die ist ja dann trotzdem die ganze Zeit da. Und die Erdkugel? Wo war jetzt die ganze Zeit die Erdkugel? Ja, die ist ja da außen, wenn ich nicht. Die ist ja auch schon da gewesen, bevor ich die mir ausgedacht habe. Ich sage, ist dir nicht bewusst, dass wenn du das beschwörst, dass das Meineide sind? Absolut durch die Bank, hundertprozentig sicher Meineide. Und wenn ich jetzt diese Holo-Feeling-Seite aufmache, da haben wir übrigens einen Last Trick. Da muss man dann immer für welche, die ganz doof sind, da drauf drücken, die ganzen Selbstgespräche, dass das hier aufgeht. Das wird genau beschrieben. Da haben wir natürlich jetzt das Große in der Zahlenebene. Wenn ich jetzt da reingehe, wenn ich sage, das verstehe ich nicht, ich sage, dann halt doch einfach deinen dummen Mund, wenn du das nicht verstehst. Dein Kindergartengewäsch interessiert doch keinen. Da haben wir jetzt die ganzen Werke nochmal, die Hauptwerke, die Beiwerke und das Ganze ist schön zusammengefasst. Zuerst einmal, diese Beiwerke sind genauso wichtig. Die Schreibstifte, das ist einmal die Rot-Blau-Schriften, die hast du, die wichtigsten Sachen hast du in dieser großen Datei. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Jana nehme, klicken wir die mal an. Da haben wir jetzt erst einmal Videos. Denken wir uns, dass die gemacht hat, die Heilig Drei König, der Weise Magier X. Das ganze Zeug ist absolut dieselbe Qualität. Und wenn du hier jetzt nachschaust und du sagst, wann soll ich denn das alles lesen? Wann soll ich das alles lesen? Ich sage, du hast unendlich viel Zeit, du bist ein ewiger Geist. Ich kann dir garantieren, da mache ich jetzt das Bild wieder zurück, kleinen Moment, dass jetzt der Geist, der mit dem Redor-Programm arbeitet oder mit dem Jana-Programm arbeitet, all diese Schriften, alle, mindestens 3-4 Mal schon gelesen haben, jede einzelne. Stilles Eingeständnis und Schweigenrede. Nicht eines. Die Kabbala des Jahwe, die Wiedergeburt des Jahwe, die Holo-Arithmetik, mindestens 2-3 Mal, alle. Und jetzt frage ich dich, wenn du sagst, wann soll ich das lesen, weißt du, wie viel anderen Scheiß du dir reinziehst? Entweder Netflix-Serien und so weiter und so fort. Im Internet. Wiederholungen und Wiederholungen du im Internet machst, was du Fernsehserien dir anschaust, nicht, das ist das, ich kritisiere jetzt nicht, ich beschreibe vollkommen wertfrei, es ist wichtig, dass du das jetzt machst, wenn du das träumst, kannst du eh nicht anders. Das ist ein klares Zeichen, dass du noch ein absoluter Kleingeist bist. Es ist natürlich für ein Ego extrem hart, wenn das Ego akzeptieren muss. Stell dir vor, du wärst jetzt hochdotiert, ein Nobelpreisträger, ein Professor, Doktor, Doktor, ein Ministerpräsident, egal was du jetzt zu sein glaubst, welche Rolle du spielst. Und ich sage dir, als der dich erschaffen hat, du bist ein absoluter Kleingeist in dieser Rolle. Geist, wach, bewusster Geist beginnt erst mit Holo-Feeling. Der beginnt auch nicht, wenn du die Bhagavad Gita liest oder die Upanishaden oder die hebräische Bibel oder die Tora lesen musst. Das sind alles Untersysteme von Holo-Feeling. Da muss man durchwachsen, so wie du durch diese 3x3x3 Wachstumsstufen durchwächst. In der Matrix bist du zuerst einmal ein Ei, dann bist du eine kleine Raube, dann bist du ein Mini-Mensch, ein Mini-Trockennasenäffchen, um in der Matrix 2 jetzt auf die Bühne deines Lebens zu gehen, wo sich letztendlich wie in der Matrix nur in deinem Kopf abspielt. Und dann erst am Ende des Lebens, wenn du ein G-Reihe S geworden bist, fängst du an, dich für dich selbst zu interessieren, für das, was du bist, solange dich die anderen Sachen noch mehr interessieren, wie du dich selbst für dich interessierst. Du musst erst wissen, wer du bist. Und jetzt ist es so, da du in dieser höheren Ebene mit Lichtgeschwindigkeit denkst, kann ich dir gleich sagen, der Redo hat auch eine Unmenge von Netflix-Serien angeschaut. Und er hat wirklich auch die Diana und er hat Fernsehserien angeschaut und er hat viele, viele Bücher gelesen
und diese Offenbarungen mindestens jedes einzelne Buch 3-4 Mal gelesen und ganz nebenbei zig, Zehntausende, Hunderttausende von Einträgen in den Matrix-Explorer gemacht. Und arbeiten gehen. Und Goethe-Beispiel. Geht es überhaupt? Das ist das Goethe-Beispiel. Solange du chronologisch denkst, ist das vollkommen unmöglich. Wenn du dich abgenommen hast, ist es ein leichtes. Und das, was für dich von Interesse ist, bestimmt ein Programm. Und wenn dich das jetzt nicht interessiert, weil dir das zu mühselig ist, ich betone bei jedem Selbstgespräch, bei vielen, sage ich, du hast zuerst einmal deine Rolle zu spielen, geh auf deine Arbeit, mach das, schalt deine Fernsehserien ein, die du liebst, mach das, was du willst, aber rede dir nicht ein, dass du irgendwas Geistreiches wüsstest. Nur weil du irgendwelche zen-buddhistischen Sprüche nachplapperst, die übrigens alle stimmen. Aber die bringen dich nicht weiter. Die ganzen Meditationstechniken, das Tai Chi, das Karate, dann hol dir aus dem Beiwerk zum Beispiel bloß die Geschichte von Budo. Dann wirst du wieder feststellen, dass die asiatischen Überbegriffe Budo, Kyudo, Judo, dass das alles auch Holofeeling ist. Aber kleine Untersysteme, die in der Ebene der Vatersprache nebensächlich sind. Aber du musst auch in deinen Kindergarten gehen, du musst mit der Sandschaufel spielen. Sand, das Weltliche, schau FL. Es ist alles, jedes Wort wird zu einem Kleinod, wenn du die Vatersprache verstehst. Die lernst du aber erst, wenn du eine gewisse Reife hast. Also mild doch die Menschen, die wirklich geistreich sich entwickeln wollen, mit deiner Milde zu, indem du nur rein fokussierst. Es ist was ganz was anderes, wenn du mal eine Inspiration hast, da mal ganz einfache Einträge von unserem Lutz, oder du bist begeistert, weil du ein Heurig hast und lässt es deine Geistesfunken mitbrüder, die du letztendlich alle selbst bist, nur mit einem anderen Programm. Lässt du dir an deiner jetzigen Erkenntnis mit deinem jetzigen Programm teilhaben. Bei Holofeeling geht es nicht, dass du das jetzt in deiner Welt verbreitest. Es geht ja nur um dich. Du musst es verstehen. Was jetzt das Interessante ist, ja, ich möchte, dass die anderen das auch wissen. Was sind jetzt die anderen? Das sind Gedanken. Gedanken werden das nie wissen. Gedanken sind vergängliche Erscheinungen. Was ich dir erkläre, ist zuerst einmal, was du bist. Du bist ein ewiger Geist. Und dir muss eins klar sein, das musst du hundertprozentig verstehen, was Vergängliches, das heißt, was Existierendes, wird niemals verstehen, was Ewigkeit bedeutet. Eine Welle wird niemals wissen können, was Ewigkeit ist, weil das gar nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Genauso wenig wie ein Säugling. Oder ein Schulkind. Oder ein Erwachsener. Oder die Seiten in einem Buch. Die sind ewig, wenn sie zugeklappt werden. Du stellst das Buch ins Bücherregal und denkst nochmal an das Buch. Ewigkeit ist was, was nicht existieren kann. Das ist rot. Was existiert, ist vergänglich. Das ist ganz einfaches Deutsch. Das Einzige, was jetzt dir im Weg steht, ist zu verstehen, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, weil jetzt alles in dir aufschreit. Du bist so programmiert, dass Demokratie so unheimlich toll ist. Ich habe jetzt die wenigen im Internet, wenn eine anfangen, Holofeeling zu kritisieren. Ja, ich habe mich da reingelesen, die ersten paar Seiten. Das ist ja Demokratieleugner. Ja. Wo dich deine Demokratie hinführt, dass irgendwelche von dir ausgedachten Idioten irgendwas nachäffen, was sie Fachleute nennen. Und jeder definiert das Begriff Fachmann anders. Ja. Jetzt sind wir wieder in der Vielheit. Du informierst dich ja. Die Hans-Geschichte. Es kann ja nicht alles richtig sein. Der behauptet, der Henkel ist rechts und der Henkel ist links. Der behauptet, das ist das. Ich zeige dir das in Physikbüchern und ich zeige dir das in Medizinbüchern. Der Professor sagt, das ist alles ein Witz. Corona ist nicht mehr wie ein Schnupfen, wie man immer hat. Und der behauptet wieder was ganz was anderes. Und 98% der seriösen Wissenschaftler, das behauptet der, der hier ganz definitiv seine ganz klare Vorstellung, ein stochastisches Trüffelschwein, das sich so rein fokussiert hat in eine Sackgasse, das meint, das wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Heiligkeit wirst du so nie erreichen. Und das, was heil werden kann, ist nicht irgendein Gedanke von dir. Und dann doch wieder, das ist eine einseitige Aussage, jeder Gedanke, den du denkst, der ist dann heil, wenn du ihn nicht mehr denkst. Das ist dein Körper, den du dir jetzt denkst, der ist vollkommen heil, wenn du dich damit bist. Wenn du bist, egal was du bist, ist er existierend. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, bin ich gesund oder krank, wirst du feststellen, du sagst dir wieder, ich bin gesund oder ich bin krank. Aber es wird immer die andere Seite fehlen. Das ist wie wenn du auf der Spitze eines Berges stehst und du schaust nach oben und du sagst, hey, ich bin unten. Wenn du von der Spitze eines Berges da oben nach oben schaust, bist du unten. Du schaust dir die andere Seite so, hey, da unten, ich bin ja oben. Ich sage, nee, du bist in der Mitte. Du bist immer in der Mitte. Jetzt bin ich gesund, jetzt bin ich krank. Nee, du bist die Mitte.
Du schaust deinen Körper an und betrachtest bloß eine Seite. Ja. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du bloß dein Gesicht. Wo ist der Hinterkopf? Mhm. Jetzt geht es noch in der Kollektion noch viel weiter, weil für deinen Körper gilt dasselbe wie für die Küche. An was denkst du, wenn du an deinen Körper denkst? Eigentlich nur an das Wort Körper. Ja, ich will sehen. Mach ein Bild davon. Schon bist du in der Einseitigkeit. Mhm. Und du wirst jetzt eigentlich noch was Neues entdecken, dass in der Regel, außer du bist extrem eitel, das klammere ich jetzt einmal weg, wirst du feststellen, immer wenn du an deinen Körper denkst, nörgelst du eigentlich dran. Dann rückst du an deinen Rücken, an dein Kreuz. Wenn du Kreuzschmerzen hast, dann ist das Kreuz, wo ist das Kreuz so? Es ist nicht da. Wann denkst du an deinen Kopf? Wenn du Kopfschmerzen hast oder die Frisur nicht passt, nicht. Diana, dein großes Problem. Oder das ist. Das heißt, wenn du an deinen Körper denkst, bist du immer unvollkommen und zwangsläufig unzufrieden. Und was ist, wenn du da gar nicht dran denkst, dass du jetzt so vor dich hinsinierst und sagst, boah, ist das geil, ist das klasse, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Und das Thema deiner momentanen Informationen dreht sich nicht um den Körper, der du zu sein glaubst. Ist auch kein Körper da. Übrigens, all das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du Bewusstsein bist, und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst, solltest du dich irgendwann einmal von dem jetzigen fehlerhaften Glauben lösen, der natürlich auch alles richtig ist, aber dich in eine höhere geistige Ebene aufmachen. Und das ist ein Spiel, wie ich sage, ein Indie-Markt, das kannst du nur alleine spielen, da kannst du nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, kannst du retten. Das sind so Sätze, die wiederhole ich immer wieder. Du solltest dich die Frage stellen, wieso wiederholt sich jetzt in meinem gelebten Alltag auf meiner Bühne ständig dieser Corona-Scheiß? Der wiederholt sich jetzt schlichtweg und einfach, weil du das, was ich dir jetzt erklärt habe, in dem Selbstgespräch nicht verstanden hast. Weil du noch viel zu sehr einseitig bist. Du sympathisierst noch viel zu sehr entweder mit den Querdenkern oder mit denen, die glauben, Corona-Impfung schützt sie vor dem Sterben. Da müsste ich aber wissen, was Sterben bedeutet. Ich zitiere wieder einen viel zitierten Satz von mir selbst. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick SD erben. Raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen. Das sind Gedankenwellen. Und wir schauen uns die jetzt ganzheitlich an und dann kommt im selben Moment der Heilungsprozess, weil wir uns jetzt, wie gerade, wenn ich auf der Spitze eines Berges mich jetzt als Brüssel hindenke und ich schaue nach oben, zum Beispiel ganz oben die Wolken oder die Sterne nachts, und ich frage mich, wo bin ich jetzt eigentlich, weil ich sage, ich bin unten. Wenn ich jetzt aber nach unten ins Tal schaue, bin ich oben. Ist jetzt der liebe Gott im Himmel oben oder diese Ella Jung Gott das Meer oben? Du kannst es alles austauschen. Erinnere dich hier, die Nulllinie ist das Entscheidende, was genau genommen ein Punkt ist. Mhm. Wir nennen das Nekut Dekudo. Mhm. Das rot seiende Eck im Zentrum. Ak, eben jetzt nur hier bloß auf Hebräisch. Eck einmal ganz einfach Elef Kaf gelesen. Mhm. Es ist im Meer. Alles hier und jetzt. Und darum tauchen die Gedankenwellen auf. Das dreht sich aber um den Nullpunkt und du siehst immer nur eine Seite. Und dasselbe ist es, du bist auch der Mittelpunkt. Du bist nämlich der, der sich jetzt einen Impfbefürworter und einen Impfgegner ausdeckt. Und jetzt schau einfach in dich hinein, mit welcher Seite du sympathisierst. Dann wirst du alles von der Seite immer noch mit dieser Wertung sehen. Oder von der anderen Seite. Und du wirst dir eingestehen, wenn du dich einmal drüber erhoben hast, dass du vollkommen wertfrei schaust, was glaube ich eigentlich aufgrund meines geistlos nachgeäfften Schwamminhalts. Mhm. Dass du an derselben Krankheit leidest wie deine Gegenseite, wo du sagst, die haben keine Ahnung. Mhm. Das ist sehr trügerisch. Einen kleinen Unterschied haben wir ja doch, Udo. Und zwar mich. Die im Ja, das sowieso. Ne? Du bist ja, einmal. Mich meine ich, mich selbst, ich selbst, aber erzähl. Ja, dass die Impfbefürworter, die glauben ja an etwas, was noch keiner in der ausgedachten Welt nachgewiesen hat. Und das deswegen sind die Impfgegner etwas ein klein wenig bewusster. Natürlich habe ich gerade, wenn du zugehört hast, habe ich gesagt, bei den Zahlen, wo wir ausgerechnet haben, wir haben aber 201er. Von 201er, der geimpft wurde, hat zurzeit offiziell zugegeben vom Europaparlament Probleme bekommen aufgrund der Impfung. Von den Inzidenz 450, setzen wir die 450, ist dasselbe. Da haben von 200, die getestet wurden, ist einer positiv.
Aber bei denen, die getestet werden, werden auch Geimpfte getestet. Und es war der Gebetsmänner, was bis zum heutigen doch überhaupt noch, wir bleiben jetzt einmal rein bewusst ausgedacht, dass zuerst einmal, die rudern ja ständig zurück, dass Geimpfte genauso ansteckend sind wie Ungeimpfte. Wenn du den Virus in der Luft hast, ich will jetzt da nicht nochmal drauf eingehen, es wird komplett, die Massenmedien lassen das komplett weg. Das heißt, was macht das für einen Sinn? Du hast doch permanent, da sind so und so viele Geimpfte und dann werden die danach getestet und trotzdem dann irgendwie wieder was. Dass jetzt die Aussagen, dass die Krankheitsverläufe ja wesentlich weniger gering sind, das sind nur Aussagen, ob das so ist oder nicht so ist, ist nicht die Frage, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja. Pass auf, hör jetzt ganz genau zu. Wir haben immer zwei Seiten. Wir haben ein Oben und ein Unten, ein Hell und ein Dunkel, ein Gesund und ein Krank und ein Richtig und ein Verkehrt. Ist der Hängel rechts oder ist der Hängel links? Ob jetzt eine Behauptung richtig oder verkehrt ist, hängt davon ab, was du glaubst. Das hängt nicht von dieser Behauptung, von irgendwas ab, was da außen wäre. Alles, was du dir aus dem absoluten unendlichen Vielheit, die nichts ist, das All, La, El, Le. Implosion, Explosion. Was du dir herausdenkst, beginnt erst zu existieren, wenn du dir das ausdenkst. Und dann ist es deine Information aus dem absoluten Mittelpunkt, denkst du dir eine Gedankenwelle aus, wo du nur eine Seite anschaust und die andere Seite, das wäre jetzt richtig und verkehrt. Das heißt, sie existiert erst in dem Moment, wo du dir denkst. Dasselbe gilt für einen Gott. Gott ist dieses Nihilo, dieses absolute Nichts, das alles ist. Unsere Energie E². Und sobald du jetzt eine Facette raushebst, eine Gedankenwelle, die Frage, auf was richtig und verkehrt ist, stellt sich nicht. Für dich wird das richtig sein, was du mit deinem jetzigen einseitigen Intellekt als richtig ansiehst. Und jetzt kommt das große Problem mit den Krankheiten. Wenn du glaubst, dass Corona gefährlich ist, dann verwirklicht sich das durch deinen Glauben auf der VR-Brille und du wirst dann all das, was du im tiefsten Innern als Horrorszenario dir jetzt in die Zukunft denkst, in der niemals irgendetwas passieren wird, es ist physikalisch vollkommen unmöglich, dass in der Zukunft was passiert. Oder dass irgendwo anders was ist. Erklärt dir die Physik wesentlich genauer wie die Heiligen Schriften. Denk nur an die Einstein-Formel. Es sind genauso symbolische Bilder. Da müssen wir jetzt wirklich tief reingehen, Band 8 lesen. Es ist sehr einfach und populärwissenschaftlich, dass ja angeblich alles, was von außen in Form von Licht oder Schallwellen in dich reingeht, zeig mir Licht, zeig mir Schallwellen. Es sind logische Konstrukte. Es ist eine riesen, für mich, eine vollkommen geistloses Programmwelt noch, die von geistiger Denken, von geistigen Berechnen überhaupt noch keine Ahnung. Eine Schimmelpilzkolonie. Was übrigens ganz interessant ist, wenn ich das auch mein Udo Jürgens, der spielt immer von Schimmelklavier. Kolavier, Klavier, die vier. Das sind die vier Seiten. Das hat alles einen Sinn, unabhängig davon. Es ist wie bei einem Bild in einer Computerdatei, hast du nur Zahnstrukturen. Ich erzähle dir jetzt etwas. Auf jeden Fall, du wirst es dann hier und jetzt verwirklichen. Das heißt, wenn die Menschen immer kranker werden um dich herum, wenn Katastrophen kommen oder ein Krieg ausbricht, du bist ein träumender Geist. Im Anfang ist das Programm. Du verwirklichst es dann mit einem Glauben. Also sei sehr, sehr vorsichtig, was du glaubst. Nochmal, GL. Ein Gehirnlicht, sage ich jetzt. Die Wellen sind AUB im Hebräischen. Glaube. Der Zauber, blau gelesen. Du bist ein Zauberer. Ich verwirkliche das für dich in Form von sinnlich wahrgenommenen Informationen. Im Großen und Ganzen. Geros. Im Jesus. Ist kein Unterschied zwischen einem feinstofflichen und einer sinnlich wahrgenommenen Information. Eine Information ist eine Information, es ist ein Moment, eine Form, die ich annehme, die ich mir ausdenke, die in dem Moment, wo ich sie nicht mehr denke, wieder weg ist. Also ich habe kein Problem mit meinen Informationen. Gleichgültig, ob die sinnlich wahrgenommen sind oder nur gedacht sind. Für mich ist der Udo, den ich jetzt sinnlich wahrnehme, nicht mehr wie ein Maßmännchen oder ein Rumpelstilzchen. Da ist nur die Wertung, das Rumpelstilzchen ist eine Märchenfigur, die existiert ja bloß, wenn ich sie denke, ihn denke. Oder das Schneewittchen und der Udo sinnlich wahrgenommen, der existiert doch auch bloß, wenn ich ihn denke. Genau. Deine sinnlich wahrgenommene Körper ist im Prinzip nichts anderes wie ein Phantom, wie ein Geist, wie eine Märchenfigur, wie Superman, den du dir denkst. Es baut auf deiner Logik auf. Wenn du es nicht mehr denkst, ist er weg. Also was soll ich dann versuchen, den Körper am Leben zu halten? Wenn ich weiß, wer ich bin. Und jetzt hör genau zu, ich bin du. Ich bin der, der sich das Gespräch jetzt ausdenkt.
Ich bin doch nicht der Lautsprecher oder das Wichselmännchen. Wie oft wiederhole ich das? Hast du es wirklich registriert? Wenn du das registriert hättest, würdest du all das, was du zurzeit erlebst, würdest du komplett anders ausgestalten. Nicht indem du das, was jetzt da ist, vernichtest, sondern indem du dir bewusst machst, dass das immer eine Einseitigkeit ist. Das heißt jetzt, was ich dir erklärt habe über Impfbefürworter und Impfgegner, ist genau dieses Prinzip. Nenn doch einfach einmal die Impfbefürworter, die ganz oben in der Weisheit leben, weil sie ja wissen, das ist, wenn ich hochschaue, dann sage ich, dieser Impfbefürworter, der ist ja ganz, ganz da oben, da bin ich unten, dann bin ich ja Impfgegner. Das Gegenteil davon. Aber wenn ich jetzt die Impfgegner anschaue, bin ich ganz oben, weil ich wesentlich mehr weiß wie die Impfgegner, weil die genauso nachäffen wie die Impfbefürworter, weil du nämlich jetzt feststellst, dass die zwei auf der nächsthöheren Ebene eins sind. Die zwei, die sich widersprechen, immer in der nächsten Dimensionswechsel, habe ich in vorhergehenden Selbstgesprächen erklärt, waren eins. Alles, was sich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene dasselbe. Auf einer Kreisbahn, auf einem unendlich großen Kreis, wo ich ein Stück rausschneide, habe ich eine Mitte, wo ich sage, die Richtung und die Richtung. Aber wenn ich das unendlich groß mache, in der Unendlichkeit war das eine Fläche, das ist die nächsthöhere Dimension. Wenn man die Fläche, und ich sage immer wieder, da haben wir nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Wenn man auf einer Fläche, auf einer unendlich großen Fläche, ist jeder Punkt der Mittelpunkt. Weil nämlich in jede Richtung, ich mache es einmal so, in jede Richtung kannst du unendlich weit fort. Jetzt haben wir viele Richtungen, nicht nur zwei. Das ist es, wenn ich sage, eine Entscheidung fordert immer von zwei oder unendlich vielen Möglichkeiten. Eine einzige auszuwählen. Das ist das Musterbeispiel, ein Kegel. Die Frage, ist es ein Kreis oder ein Dreieck? Gibt es zwei Möglichkeiten? Im Idealfall nämlich einen Kreis und ein Dreieck. Aber unendlich viele Möglichkeiten an Schattenwürfe, die entweder mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmig sind. Darum sage ich mal wieder, eine Entscheidung heißt von zwei oder unendlich vielen anderen Möglichkeiten eins zu intronisieren. Das musst du bei Holofilien lesen. Ich sage, schau einfach, was da ist. Und das ist eine Facette vom Heiligen Ganzen. Und diese Scheibe jetzt, da kommen wir dann zur Sphäre, alles tausendfach erklärt. Und dann muss ich, wieso bist du so gescheit? Ich wüsste, das ist jeder, ich kann dir nur eins sagen, egal welches Programm du jetzt hast, sprich, das heißt, egal welcher Mensch du jetzt bist, ein Mensch, blau gelesen, ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, es ist wie ein Lebensbuch, das Leben, das du dir ausdenkst, mit allem, was in die Entscheidung, in Erscheinung treten kann, kommt aus diesem Schwamminhalt, aus diesem Programm im Arbeitsspeicher. Das ist jetzt eine einfache Metapher, die du nachvollziehen kannst. Und du wirst immer den Eindruck haben, dass das, was du denkst, wenn du glaubst, dass es richtig ist und dass du was wüsstest. Das gilt selbst, wenn du jetzt innerhalb deines Lebens einen Vierjährigen nimmst, der hundertprozentig sicher weiß, was er braucht, um glücklich zu sein, wenn du mit denen in einem Spielzeugladen bist. Mein Barbie-Puppen-Beispiel. Und wenn du jetzt eine 14-Jährige hast, die hundertprozentig sicher weiß, ein Pubertier nennen wir das. Wenn man jetzt auf der Trockennasenebene Kinder großgezogen hat, wie das aussieht, wenn die in die Pubertät kommen. Die Pubertiere, die wissen so hundertprozentig mit einer unendlichen Arroganz, was wichtig ist für sie und was richtig ist. Und du als Eltern, als Mutter oder Vater, je nachdem, ob du eine männliche oder weibliche Rolle spielst, so viel zum Thema Genderwahn, das ist Geist. Der ist sicher wie eine Körper in einer symbolischen Form und ob du jetzt Charlie Standish bist, männlich oder weiblich als Mann, es ist so gleichgültig, es ist so Sackgassen, wo du dich hineinlegst mit dem ganzen Müll, wo du dich zu willst mit diesen Meinungen der Menschen, die ich in dir auftauchen lasse. Was ist deine Meinung? Jetzt kommt dieser Punkt, hast du überhaupt schon eine eigene Meinung? Ich werde dir beweisen, dass egal, was du dir hundertprozentig sicher ausdenkst, glaubst, du denkst es dir aus, baut auf angelesene, vom Hören sagen gekannten Wissen auf. Es ist fast noch nichts in dir drin, wo du sagen könntest, das ist meine ureigene Meinung. Bis auf ein einziges. Das ist das, was du jetzt hörst, weil ich nämlich sage, ich bin du. Deine Meinung ist das, was hundertprozentig sicher ist im tiefsten Innern. Das strebst du ja an. Was zurzeit ein Problem ist, das vorgelegt ist, dass du Einseitigkeiten als hundertprozentig sicher ansiehst. Und darum wiederhole ich diese Sätze. Wenn du jetzt ganz einfach die Tierchen, die Antagonisten in deinem Traum beobachtest, gleichgültig, ob die auf deiner VR-Brille als sinnlich wahrgenommene Trockennasenaffenkörper oder auf ein Pixelbild als Illusion von Trockennasenaffenkörper auftauchen, dass egal, was die äußern,
Es sind immer Einseitigkeiten. Einseitigkeiten, die als hundertprozentig sicher definiert werden. Das heißt, es ist doch offensichtlich, wenn du einen Hauch von Bewusstsein hast, dass alles an Menschheit, was du dir ausdenkst, an Menschen, dass die Masse der Elite deiner Welt nicht einmal was 100% sicher bedeutet. Das ist eine erschreckende Erkenntnis, das sind so krasse Beispiele, es ist aber so. Ist doch hundertprozentig sicher, dass ich auf einer Erdkugel mich befinde. Ich, an was denkst du schon wieder an einen Affen? Und wer ist es, der sich das ausdenkt? Wer ist es, der sich jetzt das ausdenkt? Wer ist es, der an sich denkt und dann an einen Affen denkt? Was noch viel interessanter ist mit Holofeeling, jetzt wird es erst spaßig. Und wer ist der, der sich den ausdenkt, der, wenn er an sich denkt, dann an einen Affen denkt? Jetzt kommst du langsam in den roten Bereich. Und das ist ewig. In der Ewigkeit hast du keine Angst, dass was zerstört wird, sondern du teilst dich selbst in unendlich vielen Informationen. Es ist Selbstanschauung, es ist Selbstbeschauung, Holofeeling. Absolut, ja. Holofeeling hast das Gefühl, alles zu sein, was ich mir ausdenke. So, jetzt können wir wieder, mache ich einen guten alten Freund von mir, der Jesus, wenn er sagt, spalte ein Holz, dann siehst du mich. Schau einen Stein an, dann siehst du mich. Schau in den Himmel hoch, dann siehst du mich. Denk dir Erdkugel aus, dann siehst du mich. Das Blaue ist meine Information und ich rote bin der, der sich jetzt das ausdenkt. Das sind Facetten von mir, die, wenn ich zusammensetze, was vollkommen Neues ergebe. Mhm. Ich muss dann bloß einen Dimensionswechsel machen. Und das ist dann nicht wie deine Physiker rein arithmetisch sagen, dann die 10. und die 12. und so viele Dimensionen. Es ist Hirnwichserei. Es hört hier letztendlich bei 4 Dimensionen auf. Das sind dann Vorstellungen, weil die einfach... Das ist wie wenn ich jetzt die Unendlichkeitsberechnung 1 plus 2 plus 3, dann kann ich ja immer wieder weitermachen. Das ist ja alles gleichzeitig da. Das, was gleichzeitig da ist, ist bloß die kleine Anfangsformel. X plus 1 ist neues X. Und wenn ich jetzt zähle, 1, 2, 3, es existiert bloß die 1, die 2, die 3, es existiert die Zahl, die ich jetzt denke. Und in dem Moment, wo ich mir denke, ja, das sind ja unendlich viele Zahlen, dann existiert, wenn ich das hinschreibe, zuerst einmal die Worte, das sind ja unendlich viele Zahlen auf einmal, das ist das Einzige, was in dem Moment existiert. Und wenn ich es ausspreche, das sind ja, weil ich merke, wenn ich Worte draus mache, kann ich nicht einmal die Worte gleichzeitig aussprechen. Aber existiert es dann wirklich, wenn ich ein Bücherregal anschaue? Da sind ja Tausende, aber je nachdem, wie groß das Bücherregal, da sind ja Tausende von Worten drin. Die Worte sehe ich ja nicht, die sind dann bloß ein Gedanke, ein Konstrukt, was ich mir in das Bücherregal, in die Kisten hineindenke. Aber gilt das nicht auch, wenn du an den menschlichen Kopf, an den Trockennasen auf den Kopf denkst? Was denkst du dir in der Küche hinein? Ein Bett? Wer bestimmt, dass in der Küche ein Herd steht und was halt du dir reindenkst und in ein Schlafzimmer ein Bett? Und in einem Badezimmer eine Badewanne oder eine Dusche? Wer bestimmt das eigentlich, dass das in den Kisten drin ist? Deine Logik! Die Logik, dein Programm. Du bist ein Sklave deines Programms, Neo. Aber das ist doch nicht dein Programm. Das ist geistlos aufgesammeltes, nachgeäfftes, was du dir gar nicht raussuchen konntest. Und ich sage dir jetzt, das ist eine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Bestimmst du, was in dem Führerscheinprüfungsbogen drinsteht, wenn du einen Führerschein machst, jetzt wieder als Beispiel auf der Trockennasenaffenebene? Nein. Wer bestimmt das? Ja, der, der dich prüft. Das heißt, der hat diese Fehler, ganz die Fehler, das, was fällt, ganz bewusst gemacht. Okay, ist jetzt bei dir hell oder dunkel? Ja, hell. Vielleicht sagst du hell, vielleicht sagst du dunkel. Dann fällt aber die andere Seite. Hast du dich jetzt die ganze Zeit, während du aufmerksam zugehört hast, gesund oder krank gefühlt? Ich behaupte, du hast dich weder das eine noch das andere gefühlt, weil du, wenn du wirklich aufmerksam zugehört hast, über lange Strecken, SDR-Ecken, überhaupt nicht an deinen Körper gedacht hast. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist die vollkommene Selbsterkenntnis, was ich selbst bin und was meine Gedanken sind. Also was soll denn diese Sackgassen mit Corona oder das ist jetzt so austauschbar, AIDS, Überleben, Versicherung, Krieg, Nuklearkatastrophe, Energie, was für Energie, CO2 habe ich jetzt ganz vergessen, um Himmels Willen, jetzt haben wir ganz vergessen, dass wir ja so, da machen wir sich in die Hosen wegen Corona und vergessen, dass die Menschheit zurzeit dabei ist, ihre Erdkugel zu zerstören. Wie konnte ich das vergessen? Ja, schlimm. Merkst du nicht langsam den Wahn, der Wahn der Menschen in deinem Traum?
Und jetzt kommt natürlich die schreckliche Erkenntnis, das sind Spiegelbilder von deinem jetzigen Glauben. Es sind Spiegelbilder von dir selbst. Schau, wenn ich sage, ich habe das so vereinfacht. Ganz einfache Sätze, wo jeder sagt, so einfach kann man sich das nicht machen. Wenn du still und unbeweglich starr vor einem Spiegel sitzt und du hast gegenüber dir einen Sitzen, der kein Wort sagt und still und starr und unbeweglich da sitzt und du betest jetzt in deiner totalen materialistischen, geistlosen Erstarrung zum Gott, lieber Gott, lass doch den lebendig werden. Im roten Sinne, wirklich lebendig, nicht nur ein Scheinleben eines Zombies. Dann verlangst du etwas, was du selbst in der Hand hättest. Wenn du lächelst, lächelt er. Und wenn du heulst, heult er. Und das jetzt, dieses, ich habe da zig Beispiele noch ausgearbeitet, aber was noch viel schöner ist, der Satz, mir geht's ja bloß so schlecht, weil die Menschen und die Welt so schlecht ist, mit ihrer Geldgier, mit den, was auch immer du jetzt kritisierst. Ich sage, nee, die Welt ist so schlecht, weil dein Glaube so schlecht ist. Und da wirst du jetzt merken, das trifft voll die Kanne, vor allem die guten Menschen, die glauben, die gehören zu den Guten. Das ist jetzt das, was ich dir einspiele mit Corona. Dass du meinst, du gehörst zu den Guten, wenn du an Nazistand die hinklebst und anfängst, allen zu dienen und die Menschensolidaritätsmangel vorwirfst, weil die nicht so sind, wie du glaubst, dass sie sein müssten, dass sie die Gefahrenträger sind. Das ist so ein Blödsinn, wenn sie das wären, lass die doch einfach in ihre Corona abkratzen. Die löschen sich doch von selbst aus, wenn dein Glaube stimmt. Du bist doch geschützt, du bist doch geimpft, das muss dich doch gar nicht jucken. Die haben doch das Problem, die sind doch nicht geschützt. Also dieser Mangel wird sich doch von selber abstellen. Ja, weil die jetzt die Intensivstationen belegen, wo man wichtige Operationen machen können, wo die Idioten, wenn sie geimpft werden, nicht im Krankenhaus wären. Das sind doch alles Zahlen, die du nachpredigst. Ja. Ich kann dir immer wieder nur dasselbe sagen, wenn du jetzt wirklich gehst, jetzt mach mal die Gegenzeit. Das ist natürlich alles Gehirngesetz, alles Logik, bestimmt eine Logik. Also ich kann dir für meinen Teil sagen, es weiß ein Weißenburger Krankenhaus, es schwingt sich immer ein, in meiner Welt, in meinem Traum. Und es war noch nie anders. Und dass jetzt Ärzte aufstehen, die sich weigern zu impfen, weil sie das mitkriegen, was hier das Europaparlament macht, hat. Daraus macht überhaupt keiner was. Es ist nur du und das, was du jetzt denkst. Und das ist überhaupt nicht lange da. Nämlich so lange, wie du es denkst. Ich meine, den Moment. Jetzt frag dich, wieso du das immer wiederholst. Wenn du es wiederholst. Jetzt wiederholst du es sowieso. Jetzt kannst du sagen, weil der Udo wieder davon spricht. Aber wer denkt sich jetzt den Udo aus? Habe ich dir nicht gesagt, dass das nur Spiegelungen sind von dir selber? Ich demonstriere dir als Udo deinen eigenen Glauben. Im Positiven wie im Negativen, solange du noch einseitig bist. Bis du anfängst, was vollkommen Neues draus zu machen. Und den Traum, den kann nicht irgendeine Figur in deinem Traum verändern. Das heißt, vergiss es, dass da irgendein Messias kommt, den du dir ausdenkst oder ein ausgedachter lieber Gott irgendwas verändern wird. Nichts Existierendes kann das Programm verändern, weil alles Existierende sind Teile von dem Programm. Wir sind in der Theorie der logischen Typen. Das heliozentrische Weltbild, die Erde, die Sonne und die anderen Planeten von sich aus, die wir uns jetzt ausdenken, die übrigens die ganze Zeit nicht existiert haben. Das ganze System kann sich nur verändern, wenn derjenige, der sich das ausdenkt, sich das anders ausdenkt. Und solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hast nichts zu sagen, du hast keinen Einfluss drauf, bist du jetzt ein bewusst ausgedachter, von mir bewusst ausgedachter Denker, der in dem Wahn lebt, dass er glaubt, er hat mit dem, was er denkt, nichts zu tun. Du musst dir die Frage stellen, was ist die Ursache, dass ich das denke, Bindestrich, dass ich das träume. Und dann landest du definitiv bei deinem Intellekt, bei dem Wissen, das du zum Denken benutzt, das aber nur dein Schwamminhalt ist, da sind wir tausendfach drauf eingegangen. Und jetzt kannst du 20, hier und jetzt 20 Jahre zurückblättern, was keine in der Vergangenheit war, auf deiner Datei hat, wie in ein Buch ist Buch zurückblättern und dann wirst du wieder merken, ein gebetsmühlenhaft rezitiertes, von mir selbst rezitiertes Beispiel. Ein Pinsel malt ein Bild und ein Geist träumt. Alles, was der Pinsel malt, entsteht in dem Moment, der Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Gell, KGL, wie eine Welt. Alles, was der schreibt oder träumt oder macht, entsteht, weil er es das macht.
Ein Träumer träumt, alles, was ein Träumer träumt, ist genauso, wie er es träumt. Die Schuldzuweisung, dass der Kugelschreiber jetzt dem Gedicht vorwirft, dass da Schreibfehler drin sind, Rechtschreibfehler drin sind. Die Worte, die er geschrieben hat, kann sich nicht raussuchen, dass es so geschrieben wurde. Und was du dir denkst, kann sich nicht raussuchen, dass es so ist, wie du dir das denkst. Für dich wird es genauso sein, wie du dir es denkst. Das sind Sachen, die ich vor 20 Jahren schon erklärt. Da geht jeder im Gedanken mit und sagt, das ist eigentlich logisch. Hast du überhaupt als Geist, wenn du Geist bist, verstanden, was ich dir mitteile? Es ist alles wieder weg. Du wirst da feststellen, jetzt dieses Gespräch, je nachdem, wie reif du bist. Unser Stoff ist, wird wieder unseren Chat zumüllen, weil keine Selbstdisziplin hat. Das Thema hat man schon. Den ich mir jetzt ausdenke, aber jetzt schmunzle ich und sage, kann der, den ich mir ausdenke, anders sein? Was passiert jetzt, wenn ich aber sage, ich bin auch der Stoff ist? Ich bin auch hier zum Beispiel, ich sage mal jetzt unser, was auch immer. Aber wir bleiben mal, ich habe dieses Programm laufen. Bin ich dann wirklich in dieser Figur ein Zwang oder hätte ich die Freiheit, dass ich sage, jetzt hier, ich diszipliniere mich, ich lasse das einfach. Weil will ich ewig in die Hosen kacken? Es ist genauso auch, wenn ich jetzt hier sage, mit Fernsehen. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Es ist, wenn du die Reife hast, würde dich nichts mehr anders interessieren. Und wenn du die Reife hast, bloß Leute aufzumischen, indem du hier donnenweise Sachen rezitierst, Holofeeling. Die großen, wesentlichen Aussagen sind in keinster Weise rezitiert. Ich sage immer wieder, das sind zwar viele Wissenselemente, ich muss ja im Basic mit dir reden. Das, was Holofeeling ausmacht, ist für die Menschheit, die wir uns jetzt ausdenken, überhaupt nicht geeignet, weil ich ja nichts Gedanken erzähle. Aber für den Geist, der sich die Menschheit ausdenkt, für den ist Holofeeling. Und das ist vollkommen neu. Die Fahrersprache wirst du in deiner jetzt ausgedachten Welt, sprich auf deinem jetzigen Programm, überhaupt nicht finden. Darum hat es in deiner Welt auch nie existiert. Und was wir jetzt mit Bibel machen, wenn ich sage, ob du jetzt in die Religion gehst, ob du Jude bist oder Buddhist bist, das sind alles Gesetzesverletzer. Das sind die Meister, die du dir jetzt ausdenkst, die dir was über Buddhismus erzählen. Es sind Gedanken von dir und Gedanken von dir können ja prinzipiell nichts verstehen. Das ist überall rudimentär schon mit drin. Auch ein Jesus ist ein Gedanke, der wird so sein, wie du in dir denkst mit deinem Programm. Ob du den jetzt anbetest, die Augen verdrehst und in den Himmel hochschaust. Oder die Juden, wo ich heute Morgen eingestellt habe, wo du nochmal erweitert hast, das schöne Stückchen im Chat. Dass das Gesetzesverletzer sind, die Iveren. Steht in die Wörterbücher, das Wertvollste, was du besitzt, sind die Wörterbücher, die du in dir wachrufen kannst. Da wird dir dann nämlich erklären, dass Fakten hier und jetzt überprüfbare Tatsachen sind, wenn du mal das richtig übersetzt. Das heißt, die Tat besteht, dass du jetzt was denkst. Das ist das Faktum. Und nicht, dass das, was du denkst, schon da war, bevor du es gedacht hast oder auch dann da außen ist, wenn du es nicht mehr denkst. Das, was du denkst, ist hier und jetzt. Der Coronavirus ist jetzt. Zumindest die Worte Coronavirus. Und jetzt kannst du aus dem Coronavirus eine Vorstellung machen. Aber das bestimmt ein Programm. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist er wieder weg. Und da kommt jetzt ja die Schizophrenie, dass die meisten Sachen, wo sich die Menschen vorstellen, die nie entdeckt worden sein können, weil da schon drin steht in den Büchern, dass das so unvorstellbar klein ist, dass man das nicht sehen kann. Da kommt nichts von da außen. Weil da außen nichts ist, außer du denkst dir was aus, aber du kannst es nie aus deinem Kopf herausdenken, nur vorstellen, dass das jetzt vor dir ist. Der Monitor zum Beispiel, der ist nicht da außen, der ist jetzt hundertprozentig sicher deine Information, sonst würdest du nicht wahrnehmen. Und jetzt hast du ein komplettes, geistlos nachgeäfftes Erklärungsmodell, wieso jetzt du diesen Monitor in einer gewissen Entfernung vor dir stehen siehst. Ja, ganz einfach, weil du den jetzt ausdenkst. Aber selbst wenn du ihn dir aus dir heraus denkst, ist er trotzdem deine Information. Jetzt musst du irgendwann einmal hier die Kamera Obscura verstanden haben. Holofeeling benutzt alle Wissenselemente, ich sage alle Puzzlestückchen deines jetzigen Programms, die als Informationen auftauchen, die feinstofflichen, wie die sind, dich wahrgenommen. Alle. Ohne Ausnahme. Es darf kein Joda verloren gehen. Und setzt die lückenlos zu was vollkommen Neuen zusammen. Ohne was wegzulassen. Das ist die Verwandlung. Und jetzt kannst du sagen, ich habe Fragezeichen auf den Augen, das interessiert mich nicht. Meistens ist das verbunden mit einer boshaften Äußerung. Was ist das für eine Scheiße? Und es ist dann gleichgültig, wer oder was das ist, wenn du auf der Brüsselebene bist. Du solltest dann sofort dich umwenden und es einfach wieder in dich reinfallen lassen. Es ist so. Du wirst Freude haben an Menschen, die neugierig sind auf der Brüsselebene. Da wirst du nicht mehr müde, das zu erklären.
Aber das geht nicht darum, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen. Das ist dann wieder der Fall, wenn dir jetzt einer dieser Menschen mehr am Herzen liegt, weil du sagst, es ist meine Schwester oder meine Eltern oder mein Kind. Vergiss es. Es ist einfach nur ein Gedanke. Und jetzt kommt die Herzlosigkeit der roten Liebe, die ja so schlimm ist. Nein, die einfach nur mal selektiert, die zuerst einmal keinen Unterschied zwischen dem Gedanken oder dem Gedanken macht. Der immer ist, Gott, El Hayom, liebt all seine Gedankenwellen, die aus ihm auftauchen. Und er weiß, dass keine dieser Wellen ohne ihn existieren könnte. Ein bewusster Denker weiß, egal was ich denke, es gibt es ohne mich nicht, es ist nur, weil ich das jetzt denke. Und es ist genauso, wie ich es denke. Und die Ursache, dass ich das so denke, ist eben das Programm, der Intellekt, den ich zum Denken benutze. Und solange ich einen Intellekt habe, ein Denksystem, eine Denklogik, die im Widerspruch zu irgendeiner Logik steht, die ich mir ja selber ausdenke. Das ist die logischen Systeme, die verkehrt sind. Das ist zum Beispiel hier, wenn jetzt einer behauptet, dass das Ding einen Henkel hat. Dann ist mir doch sofort auf den ersten Blick klar, dass das eine Spinne ist, ein Fantast ist, der gar nicht was, wovon er spricht, weil ich sehe eindeutig, dass da kein Henkel da ist. Wir können das natürlich auch umdrehen, dass jetzt hier einer behauptet, da gibt es Photonen und Moleküle und Wassermoleküle und du sagst, was ist das für eine Spinne, ich sehe die nicht. Jetzt kann ich dir erklären, die sind so unvorstellbar klein. Das ist ja die Physik, die ist aber trotzdem, das Zeug ist trotzdem materiell da außen. Ich sage, wenn es ist, dann ist es hier und jetzt deine Information. Und bei Holophilien gibt es einen kleinen Trick. Es ist ein Symbol, eine Metapher. Und du musst diesen Unterschied, alles, alle Worte, alles, was du jetzt hörst, und das ist übrigens, glaube ich, im Erwachen. Diana, du bist doch ein Vollprofi, wo ich immer das Ei, der Mensch und die Sprache, die drei Stufen, die erkläre ich mir, das kann man auch lesen. Das, was ist eine Metapher? Metaphern sind in deinem jetzigen Programm, tausendmal erwähne ich das, sind viele Aussagen, wenn ich jetzt was an Geräuschen, an Worten dir mitteile, dass ich Metaphern benutze und du merkst sofort, wenn du das als Metapher erkennst, wie ein Spracherkennungssystem, dass du erst gar keine Bilder aufbaust. Zum Beispiel, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, Lügen haben kurze Beine. Da ist dir keine Sekunde, dass du überhaupt auf die Idee kommst, dir jetzt den Krug vorzustellen oder irgendwelche Genüge mit kurzen Beinen. Das waren zwei unterschiedliche Wortkomplexe, die in dir, ich will jetzt das nicht in Worte fassen, das ist einfach ja. Weißt du, was ich dir mitgeteilt habe? Ja. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn du sagst, Merkel besucht den Klimagipfel? Die Reichen und die Mächtigen der Welt besuchen den Klimagipfel. Das sind die Lügen, die zum Brunnen gehen, der Geruch, der zum Brunnen geht. Das ist nichts anderes. Das sind die Lügen mit den kurzen Beinen. Jetzt sag langsam genug. Mal wieder dein. Sag langsam mal wieder deinen Satz. Was für ein Satz? Damit lassen wir es gut sein. Ich habe die Frage nicht verstanden, Neuger. Nein, es ist, da kann ich jedes Mal, es ist tausendmal alles gesagt. Aber wieso wiederhole ich das? Ja, das ist schon nicht, weil ich euch nichts Neues, dir nichts Neues erzählen könnte, weil du das Neue überhaupt nicht verstehen wirst, wenn du die Reife nicht dazu hast. Ja. Und die Reife ist ja jetzt schon da, wenn es keine Zeit gibt. Und da haben wir jetzt diese unterschiedlichen Sachen, diese Figuren, aber das dreht sich alles nur um dich. Das heißt, mir liegt eigentlich bloß, mir geht der Redo am Arsch vorbei, die Diana, der Holger, am allermeisten geht mir der Uda am Arsch vorbei. Wer mir nicht am Arsch vorbeigeht, das ist der, der mich jetzt ausdenkt. Weil ich nämlich weiß, dass es mich ohne dich gar nicht geben würde. Mich meine ich jetzt den Udo. Ja. Das heißt, ich benötige als Figur in deinem Traum dich, Geist. Weil wenn du mich nicht ausdenkst, aber nicht auf mich fokussierst, gibt es mich nicht. Aber jetzt mache ich der, der ich bin. Mhm. Und du benötigst mich, weil ohne mich würdest du gar nicht träumen. Das kann ich dir leben, ne? Jetzt kommt dieses Ich bin du und du bist dich, jetzt kommen wir wieder, jetzt sind wir bei der Nacht hin und jetzt lassen wir es genug sein. Solange du ein stochastisches Trüffelschwein bist, das nach Fehler sucht oder nach Sachen, die nur richtig sind. Ja, es gibt kein richtig ohne verkehrt. Punkt. Soll ich wieder drücken jetzt? Oder was beenden? Beenden? Du musst gar nichts, das mache ich jetzt. Diesmal ich schalte, okay. Ich schalte euch Brösel jetzt aus. Ich gehe wieder heim. So einfach ist es. Ein Schnipp.